Es geschah am Freitag, dem 19. März 2021 um 20.45 Uhr in Island. Etwas über 30 Kilometer von der Hauptstadt entfernt brach ganz plötzlich geschmolzenes Gestein aus dem Untergrund durch die Erdoberfläche. Helle Lavafontänen erhellten den Nachthimmel. Ein Vulkan in diesem Tal erwachte das erste Mal nach fast 800 Jahren Schlaf wieder zum Leben. Wir unterteilen Vulkane in drei Kategorien: aktiv, schlafend und erloschen. Etwa 1900 auf der ganzen Welt gelten als aktiv. Das heißt, sie sind in jüngerer Vergangenheit ausgebrochen und werden es in naher Zukunft wahrscheinlich wieder tun. Schlafende Vulkane sind seit langem nicht aufgepoppt, aber könnten es irgendwann. Sie schlafen also nur. Und die erloschenen Jungs haben seit mehr als einer Million Jahre nichts mehr von sich hören lassen. Der Ausbruch in Island war nicht super bombastisch. Und er hat knapp 10 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt stattgefunden, also war niemand in Gefahr. Viele Menschen sind sogar näher herangefahren und einige besonders Mutige haben versucht, auf der Lava Eier und Speck zu braten. Passt nur auf, dass euer Frühstück nicht verkohlt. Lava kann bis zu 1250 Grad heiß werden. Sie verbrennt alles auf ihrem Wege. Und trotzdem schafft sie mit den fruchtbarsten Boden für die Landwirtschaft. Dieser Ausbruch hat zuerst nur vergleichsweise wenig Lava produziert. Doch die hat sich in verschiedene Richtungen im Tal ausgebreitet und eine Art Schild gebildet, der stetig anwächst. Man kann nie vorhersagen, wie schnell so ein Lavastrom sein wird, bevor man es sehen kann. Es hängt vor allem von der Dicke der Lava und der Steilheit des Abhangs ab. Lava kann mit langsamen 6 Metern pro Minute dahin triefen, was einem Bruchteil deiner durchschnittlichen Gehgeschwindigkeit entspricht. Oder sie kann fast 50 Kilometer pro Stunde schnell sein, sodass nicht einmal der schnellste Mensch der Welt ihr entkommt. Doch die Lava ist nicht das Gefährlichste an einem Vulkan. Dieser Titel gebührt den giftigen Gasen, die bei einem Ausbruch auftreten. Und die verbreiten sich schneller und weiter als das flüssige Gestein. Im Falle von Island hat der Wind diese Gase glücklicherweise von bewohnten Gebieten weggetragen. Die Wissenschaft war von dem Ausbruch des Vulkans nicht überrascht. Man wusste, dass er passieren würde. Erdbeben mit wachsender Stärke hatten das Gebiet seit 15 Monaten erschüttert. Es gab ganze 50.000 Erdbeben in nur 3 Wochen vor dem Ausbruch. Das sind 100 pro Stunde. Der Vulkan ist seit März aktiv und GeologInnen vermuten, dass es noch Wochen, Monate, Jahre oder sogar Jahrzehnte lang ständige Eruptionen geben kann. Der kalifornische Mount Shasta zählt zu den 5 gefährlichsten Vulkanen in den USA, daher wird er sehr genau beobachtet. Der letzte Ausbruch war im Jahr 12.050. Ich war damals nicht dabei, aber dieser Vulkan bricht alle 600 bis 800 Jahre aus. Und das bedeutet, tick-tack, es könnte jeden Tag soweit sein. Etwa eine Stunde von Portland in Oregon entfernt befindet sich ein weiterer aktiver Vulkan, der das letzte Mal im 19. Jahrhundert ausgebrochen ist. Das nächste Mal, wenn er losgeht, erwartet die Wissenschaft sehr viel größere Mengen an Asche und Staub. Das könnte zu einem Stromausfall führen und das Wasser in der Gegend untrinkbar machen. Doch Mount Hood steht unter strenger Beobachtung, sodass im Fall des Falles genügend Zeit ist, um die Menschen zu warnen. Der Kilauea ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Er bricht seit 1983 fast regelmäßig aus, was es zu einem der längsten Ausbrüche der Welt macht. Er ist der jüngste Landvulkan auf Hawaii. Es kann tausende Jahre dauern, bis sich ein Vulkan bildet, während andere praktisch über Nacht aufpoppen können. Ein Vulkan in Mexiko brach 1943 einfach auf einem freien Feld aus und wuchs von dort an immer mehr an. Innerhalb eines Jahres hatte er eine Höhe von 457 Metern erreicht. Als der Ausbruch 9 Jahre später endlich aufhörte, war der Berg auf über 2800 Meter angewachsen. Der Fuji ist ein japanisches Symbol. Das letzte Mal, dass er ausgebrochen ist, war 1707, als er seinen Schauer aus brennendem Gestein fast 100 Kilometer weit spuckte. Würde sich eine ähnliche Eruption heute ereignen, würde Tokio in diesem Radius liegen. Der Fuji liegt genau auf dem pazifischen Feuerring, einem hufeisenförmigen Gebiet im Pazifik voller aktiver Vulkane und Erdbeben. Von einem Ende zum anderen ist er 40.000 Kilometer lang. Er könnte sich über den ganzen Äquator erstrecken. Im Januar 2020 begann der Tal auf den Philippinen Lava zu spucken und gewaltige Aschefahnen 800 Meter hoch in den Himmel zu schießen. Der Ausbruch löste sogar ein seltenes Phänomen aus, ein Eruptionsgewitter.
Dabei produziert die Rauchwolke eines Vulkans eigene Blitze. Auch die Chance von Vulkan-Tsunamis war hoch. Die werden für gewöhnlich von tektonischen Bewegungen während vulkanischer Aktivitäten ausgelöst. Der Taal ist in den letzten 450 Jahren mehr als 30 Mal ausgebrochen. Dieser Vulkan in Ecuador ist das letzte Mal 2016 ausgebrochen. Die Wissenschaft vermutet, dass es erste Anzeichen unruhiger Magma gibt. Es handelt sich hier um einen aktiven Schichtvulkan, eine spezielle kegelförmige Gattung mit steilen Seiten. Darin bildet sich eine klebrige Lava, die nur zäh fließt. Diese Lava wandert um den Schacht herum, kühlt ab und schichtet sich zu diesen steilen Wänden auf. Diese Art neigt eher zu den explosiven Ausbrüchen, die in Filmen zu sehen sind. Der Ruapehu ist der älteste Nationalpark in Neuseeland. Ein vulkanisches Wunderland, in dem du all diese dampfenden Krater, atemberaubenden Seen und ungewöhnlichen Felsformationen aus nächster Nähe sehen kannst. Der letzte Ausbruch fand 2007 statt und insgesamt gab es hier 10 Ausbrüche seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Doch Ausbrüche, Lavaströme und Giftgase sind nicht die einzigen Gefahren, die von Vulkanen ausgehen. Es gibt da auch etwas namens Laha, eine Art vulkanischen Schlammfluss aus Schutt. Zwischen Eruptionen kommt es zu einer Schneeschmelze und der Bildung von Seen in der Caldera. Wenn der letzte Ausbruch Schlamm, Asche und Gestein in den See führt, wird der gefährlich voll. In diesem Fall hält nur ein temporärer Damm den Inhalt zurück. Indonesien hat die größte Anzahl aktiver Vulkane auf der Welt, darunter einen namens Anak Krakatau. Das bedeutet Kind des Krakatau. Und sein berühmter Papa ist gar nicht weit weg. 2018 erweckte ein riesiger Tsunami den Junior teilweise zum Leben. Ein gruseliger Gedanke, schließlich hatte Senior 1883 einen der mächtigsten Ausbrüche, die je auf unserem Planeten stattgefunden haben. Der Wumms des Krakatau war das lauteste Geräusch aller Zeiten. Die Explosion war noch 3280 Kilometer weit entfernt zu hören. Die Schallwelle umrundete 7-mal die Welt. Und der Wissenschaft zufolge ist das Ausbruchsmuster dieses Vulkans schwer vorherzusagen. Der Yasur auf Vanuatu ist einer der ganz wenigen Vulkane auf der Welt, in denen du einen Lavasee siehst. Touristen und Touristinnen besteigen ihn sogar, um über den Rand zu schielen und einen Blick auf den brennenden, blubbernden See weiter unten zu erhaschen. Außer natürlich, wenn die vulkanischen Aktivitäten auf die Level 3 und 4 von 5 klettern. Das bedeutet stärkere Erdbeben, Vulkanerschütterungen und Dampf-, Gas- oder Ascheausstöße. Dann ist der Zutritt verboten, weil logisch. Dieser Vulkan in der Demokratischen Republik Kongo besitzt den aktivsten und größten Seevulkan der Welt. Und all diese Lava ist außergewöhnlich flüssig, was bedeutet, sie bewegt sich schneller und weiter als das Zeug, das aus den meisten anderen Vulkanen kommt. Er mag ganz sicher nicht zu den höchsten gehören, doch Äthiopiens Erta-Ale ist insofern einzigartig, dass er einen ständigen Lavasee bildet, was ziemlich selten ist. Die Einheimischen nennen ihn den rauchenden Berg, weil seine Lava oft Eruptionen verursacht. Dieser Vulkan liegt nahe der Danakil-Senke, einem der heißesten Orte auf unserem Planeten. Der Merapi bricht seit der Mitte des 16. Jahrhunderts regelmäßig aus. Dieser Vulkan ist der Wissenschaft eine Hilfe bei ihren wichtigen Nachforschungen zum Ablauf von Ausbrüchen, sodass die Menschen rechtzeitig gewarnt werden können. Nachdem er eine ganze Weile geschlafen hatte, erwachte dieser Vulkan in Zentralmexiko 1994 wieder zum Leben. Seitdem produziert er riesige Mengen an Schlamm und kräftige Explosionen in unvorhersehbaren Abständen. In der Vergangenheit haben die enormen Ausbrüche dieses Riesen ganze antike Städte und Pyramiden begraben. Stell dir vor, du übernachtest in einem Hotel und wachst mit dem atemberaubenden Ausblick auf einen massiven, von leuchtenden Lavaströmen und Aschewolken bedeckten Vulkan auf. Wenn er Wärme ablässt, haben die Besucher und Besucherinnen dieses Gebietes in Guatemala Gelegenheit, dort Marshmallows zu rösten. Einer der aktivsten Vulkane der Erde liegt auf einer kleinen Insel nördlich von Sizilien. Der Stromboli explodiert regelmäßig, wozu glühende Lava aus den Schächten in seinem Inneren gehört. Nicht weit weg davon befindet sich der Ätna, Europas aktivster Vulkan und einer der größten kontinentalen der Welt.
Übrigens ist die Erde bei weitem nicht der einzige Planet mit Vulkanen. Der größte in unserem Sonnensystem liegt auf dem Mars. Er könnte die gesamte Fläche des US-Bundesstaates Arizona bedecken und erhebt sich dreimal so hoch wie der Mount Everest. Uff, bloß nicht nach unten sehen. Du schlüpfst in einen Taucheranzug und ziehst einen warmen Mantel darüber. Sonnenbrille? Check. Regenschirm? Dabei. Du rennst aus dem Haus und dein Freund bringt dir ein paar Skier und einen Picknickkorb vorbei, den du vergessen hast zu packen. Du bist nach Estland gereist, um dessen mysteriöse fünfte Jahreszeit zu erleben, und du solltest auf alles vorbereitet sein. Jedes Jahr zwischen Winter und Frühling ist diese einmalige Naturshow im Nationalpark Soma zu sehen. Der gesamte Park verschwindet bis zu 5 Meter tief im Wasser. Die Einheimischen durchqueren die überschwemmten Weiden und umfahren untergetauchte Häuser, versunkene Apfelgärten und angehobene Sumpfinseln in Kanus. Steht das Wasser besonders hoch, rudern sie sogar durchs Fenster ins Wohnzimmer. Die Hauptstraßen sind überlaufen und die Hälfte der Menschen bleibt einfach die 4 Wochen, bis es vorbei ist, zu Hause. Niemand weiß genau, wann die fünfte Jahreszeit kommt. Es passiert irgendwann zwischen März und April und zieht unzählige Touristen und Touristinnen an. Sie kommen, um das überflutete Land und die örtliche Fauna zu bewundern, darunter Kraniche, nestende Schwäne und Marderhunde, die auf Espen, Birken und Buchenästen gestrandet sind. Luchse, Wölfe und Braunbären verlassen das Gebiet lange vor der Flut. Dieses Gelände war einst ein Meeresboden, entstanden während der letzten Eiszeit vor 12.000 Jahren. Als die Gletscher sich zurückzogen, hinterließen sie eine riesige Senke, die zu einem der größten Torfmoorsysteme Europas wurde. Es ist ein gigantischer natürlicher Schwamm. Der Park liegt an den westlichen Hängen des Sakala-Hochlands. Die Flüsse in dieser Gegend können das Schmelzwasser, das nach dem Winter aus den Bergen kommt, nicht fassen. Viele kleine Bäche werden zu einer riesigen Flut. Manche Experten gehen davon aus, dass solche Fluten zukünftig zu ungewöhnlicheren Zeiten auftreten können. Irgendwann könnte Estland also sogar eine 6. Jahreszeit haben. Der Dalol in Äthiopien ist der heißeste ganzjährig bewohnte Ort auf unserer Erde. Die jährliche Durchschnittstemperatur beträgt 40 Grad Celsius und im heißesten Monat herrscht eine Höchsttemperatur von 47 Grad Celsius. Es gibt kaum Regen und insgesamt eine der niedrigsten Niederschlagsmengen der Welt. Der Ort liegt in der Danakil-Senke, die eine einzigartige Geologie besitzt. Gebildet hat sie sich lange, nachdem Afrika und Asien sich auseinanderbewegt haben. Zu sehen gibt es hier Vulkane mit blubbernden Lavaseen, hellgelbe, orangene und grüne Geysire sowie riesige Salzbecken. Ein Dorf im indischen Bundesstaat Meghalaya steht als das nasseste der Welt im Guinness-Buch der Rekorde. Im Durchschnitt fallen hier jährlich 12 Meter Regen. Es ist das Ergebnis feuchtwarmer Monsunwinde aus dem Golf von Bengalen, die volle Regenwolken mitbringen. Das Wasser fließt in Flüsse und Wasserfälle und hört niemals auf. Die Einheimischen, die auf den Feldern arbeiten, tragen ständig korbähnliche Kutten, um sich irgendwie zu schützen. Das Städtchen Leknes mit einer Bevölkerung von rund 3.500 Menschen liegt in Norwegen, oberhalb des Polarkreises. Verglichen mit anderen Orten auf diesem Breitengrad herrscht hier ein ungewöhnlich warmes Klima. Im Januar beträgt die durchschnittliche Mindesttemperatur 0 Grad Celsius und fällt nur selten unter minus 1 Grad. Die Durchschnittstemperatur im Juli ist 12 Grad, was für viele europäische Städte normal ist. Im australischen Melbourne herrschen scheinbar normale Temperaturen und ein schönes Küstenklima. Doch in den Frühlingsmonaten könnte das Wetter gar nicht wechselhafter sein. Die Temperaturen können minutenschnell von heiß auf frostig fallen. Du kannst das Haus um 9 Uhr morgens bei Sonne verlassen und mittags komplett durchnässt sein. Und während du dich von Hagel und Gewitter erholst, setzt du wieder deine Sonnenbrille auf, alles an einem Tag. Das liegt an der geografischen Lage der Stadt nahe der Berge sowie der Kälte, die aus dem südlichen Ozean herüberzieht. Kap Denison in der Commonwealth-Bucht auf Antarktika ist der windigste Ort der Welt. Dort herrschen außergewöhnliche Fallwinde, die sich aufgrund der Kuppelform des Kontinents und des immer kalten Klimas bilden. Diese Winde sind derart schnell und stark, dass sie Messinstrumente sowie die Masten, an denen sie hängen, zerstören. Die bisherige Rekordgeschwindigkeit betrug 320 km pro Stunde.
Die Wüste Sahara, die ganze 10% des afrikanischen Kontinents bedeckt, ist extrem heiß und trocken. Aus diesem Grund ist sie der Ort mit dem klarsten Himmel. Wolken gibt es hier fast nie. Dieser Fakt sowie die Lage weit weg von jeglicher Zivilisation machen sie zu einem der besten Orte zum Sternegucken. Die sauberste Luft der Welt befindet sich über dem südlichen Ozean nahe Antarktika. Sie ist so klar, dass die Wissenschaft darin kaum DNA zur Analyse finden konnte, abgesehen von ein paar Meeresbakterien. Antarktika selbst besteht zu 99% aus Eis und ist Heimat umwerfender blauer Gletscher, aktiver Vulkane und der weltbesten Ausblicke auf frischen, sauberen Schnee. Das Markansu-Tal hoch in den Bergen des Pamir ist Rekordhalter, was die Zahl der Kleintromben angeht, also Wirbelstürme aus Staub. Das leblose Tal ist mit einer dünnen Schicht aus Sand und Kieseln bedeckt, mit schwarzen Steinen darunter. Am Tage heizt es sich auf und wenn nachmittags starke kalte Winde darüber wehen, hebt der Staub sich in die Luft. Diese Winde können so stark wie ein Tornado sein und ein schwer beladenes Kamel heben. Der Maracaibo-See in Venezuela wird oft als Blitzhauptstadt der Welt bezeichnet. Hier kommt es an 300 Tagen im Jahr zu Gewittern, zu den meisten im September. Manchmal kann es bis zu 200 Mal in der Minute blitzen. Das passiert, weil die kühle Luft aus den umliegenden Anden auf die warme Luft vom Karibischen Meer trifft und Spannung produziert. An manchen Orten auf unserer Erde herrscht weniger Schwerkraft als an anderen. Hudson Bay in Kanada war während der letzten Eiszeit zum Beispiel mit einem super dicken und schweren Gletscher bedeckt. Als das Eis schmolz, schob es tonnenweise Gesteinsmassen nach unten. Je kleiner die Masse eines Objektes, desto weniger Schwerkraft besitzt es. Die Erde wird noch weitere 5000 Jahre brauchen, bis dieser Ort sich wieder in seinem Originalzustand befindet. Bis dahin wiegst du hier weniger als überall anders auf dem Planeten. Einmal pro Jahr und nur für wenige Augenblicke verwandelt sich ein Wasserfall in Yosemite in eine Wand aus Feuer. Wenn es im Winter und zum Frühlingsanfang genug Schnee und Regen gibt, fließen zwei Flüsse den großen El Capitan herab. Die Sonne verschwindet hinter dem Horizont. Irgendwann ist sie in der richtigen Position, um sich an der Felswand zu spiegeln und das Wasser in ein feuriges Orange, wie bei Lava, zu tauchen. Der Haleakala auf Hawaii ist einer der stillsten Orte der Erde. Die Ranger des Nationalparks sind fast daran gescheitert, irgendwelche Geräusche zu finden, um die Lautstärke hier zu messen. Der hawaiianische Name bedeutet übersetzt Haus der Sonne und entstanden ist der Berg dank eines Vulkans, der vor 1 Million Jahren aktiv war. Die Lavaströme haben sich über die Jahre aufgeschichtet und sind zu einem Berg gewachsen. Er hat sein eigenes Klima und das Wetter ist unmöglich vorherzusagen. Eine der einzigartigsten optischen Täuschungen der Natur der Erde ist ein Unterwasser-Wasserfall vor der Küste von Mauritius. Keine Sorge, die Insel versinkt nicht. Es ist Sand, der von den Unterwasserströmungen in den tieferen, dunkleren Ozean getragen wird und diese Illusion schafft. Das Riff ist hier 10-mal so tief wie am Rest des umliegenden Wassers. Einer der trockensten Orte auf der Erde, die Atacama-Wüste in Chile, verwandelt sich alle 5 bis 7 Jahre in einen Garten. Wenn es zwischen September und November genug Regen gibt, kommt es über Nacht zur Superblüte. Die Samen von über 200 Blumenarten schlummern hier Monate und Jahre lang im Boden und warten auf das Wasser, das sie sprießen lässt. Der 5-Blumensee im chinesischen Jiuzhaigou-Tal wechselt seine Farbe von Bernsteingelb zu Smaragdgrün, von dunklem Jade zu hellem Türkis und manchmal zu Korallenrot. Dank heißer Quellen unter der Wasseroberfläche gefriert er nie und trocknet anders als die umliegenden Seen nie aus. Die Einheimischen glauben, dass er aus Spiegelscherben besteht, die vom Himmel gefallen sind. Die Marble Caves in Chile sind eines der isoliertesten Naturwunder der Welt. Dabei handelt es sich um eine Gruppe schwarz-weißer Höhlen, Säulen und Tunnel aus Marmor. Die Meereswellen haben sie über die letzten 6200 Jahre hinweg geformt und der Prozess dauert weiter an. Wenn sie das Licht in das makellos türkisfarbene Wasser spiegeln, ist das eine fantastische Show.
Im philippinischen Dschungel taucht ein verzauberter Fluss scheinbar aus dem Nichts auf. Dabei handelt es sich um ein kurzes Salzgewässer, das in den Pazifik fließt. Sehr wahrscheinlich kommt es aus einem unterirdischen Höhlensystem ohne jeglichen Schmutz. Deshalb ist der Fluss derart tadellos rein und sieht dank aller möglichen Blauschattierungen super tief aus. Die örtlichen Legenden berichten von Feen, die Saphire und Jade ins Wasser werfen. Hey, alles ist möglich. Der Spotted Lake, gefleckte See in Kanada, sieht im Winter und Frühling aus wie jeder andere See. Doch im Sommer schwindet das Wasser und lässt hunderte riesiger Mineralbecken zurück. Das gelbe, grüne und blaue Tupfenmuster besteht aus Mineralien wie Calcium- und Natriumsulfaten, die die Hügel herabfließen. Jedes Becken hat eine einzigartige Farbe, abhängig von der jeweiligen Konzentration der Mineralien. Es ist verboten, sich dem See zu nähern, was sicherlich sicherer ist. Als du die Mondoberfläche betrittst, spürst du sofort eine ungewohnte Leichtigkeit und das Gehen fällt dir leichter. Du beschließt, fix eine Idee auszuprobieren und auf dem natürlichen Erdtrabanten rumzuspringen. Und trotz deines sperrigen Raumanzugs fliegst du buchstäblich durch die Luft. Juhu! Als du deinen Spaziergang auf der Mondoberfläche fortsetzt, spürst du plötzlich etwas Seltsames. Der Boden unter deinen Füßen beginnt zu beben. Es ist fast so, als hätte der Mond gerade gebebt. Aber das kann doch nicht sein, oder? Erstaunlicherweise hat dich dein Bauchgefühl diesmal nicht getäuscht. Es gibt tatsächlich Mondbeben. Davon gibt es 4 Arten, die stark genug sind, um aus großer Entfernung wahrgenommen zu werden. Tiefe Mondbeben, die sich mehr als 690 Kilometer unter der Oberfläche ereignen, Meteoriteneinschläge und thermische Beben, die entstehen, wenn sich die kalte Mondkruste nach einer eisigen Mondnacht ausdehnt, wenn die Morgensonne auf den Trabanten scheint. Es gibt auch flache Mondbeben, die einzigen, die den Erdbeben auf der Erde ähneln. Sie treten in einer Tiefe von 19 bis 30 Kilometern unter der Mondoberfläche auf und sind am stärksten und gefährlichsten. Zwischen 1972 und 1977 registrierte das seismische Netzwerk von Apollo 28 solcher Beben, von denen einige eine Stärke von mehr als 5 auf der Richterskala erreichten. Auf der Erde ist ein solches Beben stark genug, um Putz abzubrechen und schwere Möbel zu verschieben. Außerdem sind flache Mondbeben im Vergleich zu Erdbeben sehr langlebig und können einmal ausgelöst bis zu 10 Minuten andauern, während ein durchschnittliches Erdbeben in der Regel nur 10 bis 30 Sekunden dauert. Die Wissenschaft ist sich noch nicht sicher, was die flachen Mondbeben verursacht und wo genau sie auftreten, aber eine Theorie besagt, dass sie an den Rändern großer, relativ junger Krater entstehen, die von Zeit zu Zeit absinken. Interessanterweise gibt es Beben nicht nur auf dem Mond und der Erde. Auch in anderen Teilen unseres Sonnensystems haben Wissenschaftler Erschütterungen und Vibrationen registriert. So zum Beispiel auf dem Merkur, wo vor einigen Jahren eine Schrumpfung des Planeten festgestellt wurde, die auf tektonische Aktivität hindeutet. Die Venus hingegen gibt den Experten in tektonischer Hinsicht noch Rätsel auf. Im Moment hat die Venus keine tektonischen Platten und vielleicht hat sie auch nie welche gehabt. Doch ihre Oberfläche weist Falten und Verwerfungen auf und sieht aus, als könnte sie tektonische Platten haben. Andererseits könnten diese Merkmale auch durch andere Prozesse entstanden sein, zum Beispiel durch vulkanische Aktivität. Obwohl auf der Venus noch keine Beben beobachtet wurden, deuten die Vibrationen, die durch die dicke Atmosphäre des Planeten dringen, darauf hin, dass es sie geben könnte. Aber nun zum Mars. Auf dem roten Planeten gibt es eindeutige Hinweise auf seismische Aktivität. Das NASA-Landfahrzeug hat ein Seismometer auf der Marsoberfläche platziert und im Jahr 2019 das erste Marsbeben gemessen. Auch danach registrierte der Lander immer wieder Erschütterungen. Diese waren jedoch sehr schwach und würden auf der Erde im Hintergrundrauschen der Ozeane untergehen. Ein Körper im Weltraum muss jedoch kein vollwertiger Planet sein, um eine aktive Tektonik aufzuweisen. Ein Beispiel dafür ist Pluto. Obwohl er nur ein Zwergplanet ist, ist er geologisch aktiv. Als die NASA-Raumsonde New Horizons im Jahr 2014 das Pluto-System passierte, wurden auf dem Zwergplaneten komplexe geologische Merkmale registriert. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es möglicherweise Pluto-Beben gibt, wenn der Ozean aus flüssigem Wasser unter der eisigen Kruste des Zwergplaneten gefriert und wieder auftaut.
Auch andere Himmelskörper wie die Jupitermonde Europa und Io sowie die Saturnmonde Titan und Enceladus sind trotz ihrer geringen Größe geologisch aktiv und weisen Merkmale wie Vulkanismus und mögliche unterirdische Ozeane auf. Ich wette, du kennst diese coolen Fakten über die Erdbeben auf unserem Planeten noch nicht. Es gibt einen Ort auf der Erde, an dem sich sage und schreibe 90% aller Erdbeben ereignen. Er heißt Feuerring und erstreckt sich rund um den Pazifischen Ozean von Neuseeland bis Südamerika. Sieht für mich eher aus wie ein Hufeisen. Jedenfalls gehen Experten davon aus, dass die vielen Vulkane in dieser Region und die ständige Bewegung der tektonischen Platten für unzählige Erdbeben sorgen. Und zwar gibt es jährlich etwa 500.000 Erdbeben, doch viele davon ereignen sich tief in der Erdkruste und sind nur mit Spezialgeräten zu orten. Umgekehrt spüren wir etwa 20% der Erdbeben, aber nur 100 davon verursachen Schäden. Das stärkste jemals gemessene Beben ereignete sich im Mai 1960 in Chile mit einer Stärke von 9,5 auf der Richterskala und hatte verheerende Folgen. Während des Bebens registrierten Seismographen seismische Wellen, die um die ganze Welt liefen. Tagelang bebte die Erde. Das stärkste Beben in den USA hatte eine Stärke von 9,2 und ereignete sich in Alaska. Alaska ist neben Kalifornien einer der erdbebengefährdetsten Staaten der USA und gehört zu den seismisch aktivsten Regionen der Welt. Pro Jahr ereignet sich hier ein Beben der Stärke 7, wobei ein mögliches Mega-Erdbeben die Länge eines Tages auf der gesamten Erde verkürzen kann. Nach Angaben der NASA kann ein besonders starkes Beben sogar die Erdachse verschieben und damit die Tageslänge beeinflussen. Diese Veränderung ist jedoch sehr gering und wird in Mikrosekunden gemessen, was einem Millionstel einer Sekunde entspricht. Ein Beispiel ist das Sumatra-Erdbeben von 2004 mit einer Stärke von 9,1 auf der Richterskala, das den Tag um 6,8 Mikrosekunden verkürzt haben soll. Trotz aller Fortschritte in der Forschung ist es nach wie vor nicht möglich, Erdbeben genau vorherzusagen, da die Mechanismen, die zu einem Beben führen, tief in der Erde liegen. Immerhin ist man heute in der Lage, den Zeitpunkt eines Bebens genauer zu bestimmen. Erdbeben können durch Vulkanausbrüche oder Meteoriteneinschläge ausgelöst werden. Die meisten Beben entstehen jedoch durch die Bewegung der tektonischen Platten der Erde. Die Erdoberfläche besteht aus 15 bis 20 tektonischen Platten, die ständig in Bewegung sind. Wenn sich diese Platten verschieben, kann sich der Druck erhöhen und die Erdkruste aufbrechen. San Francisco bewegt sich etwa 5 cm pro Jahr auf Los Angeles zu. Das ist so schnell, wie Fingernägel wachsen. Das passiert, weil die beiden Seiten des San Andreas-Grabens, ein kontinentaler Graben, der sich 1200 Kilometer quer durch Kalifornien zieht, aneinander vorbeigleiten. In einigen Millionen Jahren werden Los Angeles und San Francisco also Nachbarn sein. Vor einem Erdbeben können Gewässer wie Seen, Teiche und Kanäle etwas wärmer werden und unangenehm riechen, weil Gase freigesetzt werden, wenn sich tektonische Platten verschieben. Die meisten Tiere spüren diese Veränderung und ändern ihr Verhalten. Wissenschaftler haben beobachtet, dass Kröten vor einem Erdbeben in Italien im Jahr 2009 völlig verschwunden waren und erst nach der Katastrophe wieder zurückkehrten. Auch nach dem Abklingen eines Erdbebens kann es noch Stunden später zu Wasserbewegungen in deinem Swimmingpool kommen. Dieses Phänomen wird als Seiche bezeichnet. Das Wasser kann auch noch Stunden nach dem Beben schwappen. Der Swimmingpool der Universität von Arizona verlor Wasser durch eine Seiche, die durch ein Erdbeben in Mexiko ausgelöst wurde, obwohl sich das Erdbeben 1930 Kilometer entfernt ereignete. Am 27. Februar 2010 wurde Chile von einem schweren Erdbeben der Stärke 8,8 auf der Richterskala erschüttert. Die Erdkruste in der Region wurde so stark aufgerissen, dass die Stadt Concepción um 3 Meter nach Westen verschoben wurde. Ein weiteres Beben ließ den höchsten Berg der Erde, den Mount Everest, um 2,54 Zentimeter schrumpfen. Im Jahr 2015 hat ein Erdbeben der Stärke 7,5 im Himalaya mehrere Berge schrumpfen lassen. Früher glaubte man in Japan, dass Erdbeben durch den Namasu verursacht würden, einen riesigen Wels, der im Schlamm unter den japanischen Inseln lebte. Der Fisch zappelte und löste dadurch seismische Aktivitäten aus.
Die alten Griechen glaubten, dass Poseidon, ein mächtiger Meeresgott, Erdbeben auslöste, indem er seinen Dreizack gegen die Erde schleuderte, wenn er wütend war. In der hinduistischen Mythologie sollen 8 Elefanten die Erde stabilisieren, indem sie auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte stehen, die wiederum auf den Windungen einer noch größeren Schlange sitzt. Und jedes Mal, wenn sich eines dieser Tiere bewegt, kommt es zu einem Erdbeben. Ein Erdbeben in Indonesien begann im Jahr 1829 und dauerte mächtige 32 Jahre. Seinen Höhepunkt erreichte es 1861 mit einer Stärke von etwa 8,5. Es wurde dadurch verursacht, dass die tektonischen Platten unter der Insel langsam gegeneinander stießen. Die Forschung entdeckte, dass sich das Beben schon seit geraumer Zeit aufgebaut hatte, nachdem sie die Korallen in der Gegend analysierten. Sie fanden heraus, dass sie periodisch der freien Luft ausgesetzt waren. Das wurde durch das allmähliche Erdbeben verursacht, das das Land auf und ab bewegte. Die Wissenschaft nennt diese jahrzehntelangen stillen Erdbeben langsame Erdbeben. Ein einziger Blitz kann die Luft auf etwa 30.000 Grad Celsius erwärmen. Durch die Hitze dehnt sich die Luft schnell aus und erzeugt eine Schockwelle oder einen Knall, den wir als Donner kennen. Es gibt fast 3 Billionen Bäume auf der Erde. Das bedeutet, dass es pro Mensch etwa 422 Bäume gibt. Vor dem Menschen lag die Zahl eher bei 6 Billionen. Fast 70% der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt, das im Durchschnitt etwa 4 Kilometer tief ist. 97% der Vulkane der Erde liegen unter Wasser, ebenso wie der Mittelozeanische Rücken, eine massive Gebirgskette, die über 64.000 Kilometer lang ist. Der Mensch hat rund 190.000 Tonnen Gold auf der Erde abgebaut. Die Expertenschaft geht davon aus, dass noch etwa 20% abgebaut werden können, aber diese Zahl ändert sich ständig. Der größte aktive Vulkan der Welt befindet sich auf Hawaii. Er heißt Mauna Loa und liegt über 4 Kilometer über dem Meeresspiegel. Da der größte Teil des Vulkans unter Wasser liegt, ist der Gipfel des Vulkans erstaunliche 17 Kilometer von seiner Basis entfernt. Das entspricht über 160 Fußballfeldern. Die höchste Temperatur, die jemals auf der Erde gemessen wurde, betrug schwüle 58 Grad Celsius. Sie wurde am 13. September 1922 in El Azizia, dem heutigen Libyen, gemessen. Die niedrigste Temperatur war minus 90 Grad Celsius und wurde 1983 in der russischen Vostok-Station gemessen. Die Erde ist der 5. größte Planet im Sonnensystem, hinter Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Sie hat einen Umfang von etwa 40.000 Kilometern und ein durchschnittlicher Mensch bräuchte etwa 8.300 Stunden, um die Erde zu umrunden. Der Abstand zwischen den Landmassen der Erde würde eine solche Wanderung jedoch fast unmöglich machen. Die Erde braucht 365,25 Tage, um die Sonne zu umrunden. Da unsere Kalenderjahre nur 365 Tage haben, fügen wir alle 4 Jahre einen zusätzlichen Schalttag hinzu, um die Differenz auszugleichen. Russland ist das größte Land der Erde mit einer Gesamtfläche von etwa 17 Millionen Quadratkilometern. Es umfasst mehr als ein Achtel der bewohnten Landfläche der Erde, hat angesichts seiner Größe aber dennoch eine relativ kleine Bevölkerung. Die Erde ist der einzige Planet mit einem Mond. Merkur und Venus haben keine Monde, während jeder andere Planet mindestens 2 hat. Die Erde ist über 4 Milliarden Jahre alt. Die Wissenschaft basiert ihre Berechnungen auf den ältesten Gesteinen des Planeten sowie Meteoriten, die eine Bruchlandung gemacht haben. Sie betrachtet Meteoriten, da sie zur gleichen Zeit wie die Erde entstanden sind, als sich das Sonnensystem bildete. Der Boden, auf dem wir gehen, ist im Grunde genommen recycelt. Der Gesteinszyklus des Planeten verwandelt Eruptivgestein in Sedimentgestein, dieses dann in metamorphes Gestein und wieder zurück. Wie die Erde erlebt auch unser Mond Mondbeben. Sie sind seltener und intensiver als die bei uns und werden durch Gezeitenspannungen verursacht. Eine Gezeitenspannung ist im Grunde das Verhältnis zwischen der Anziehungskraft des Mondes auf die Erde und der Erde auf den Mond. Obwohl die Antarktis der 5. größte Kontinent ist, beherbergt sie 70% des Süßwassers der Erde und etwa 90% des Eises. Bangkok ist die meistbesuchte Stadt der Welt mit 23 Millionen Besuchern allein im Jahr 2019. Paris, London, Dubai und Singapur belegen die anderen Städte in den Top 5.
Die unterste Schicht der Erdatmosphäre wird Troposphäre genannt und ist der Grund, warum wir Wetter haben. Das Sonnenlicht erwärmt die Oberfläche des Planeten, wodurch warme Luft in die Troposphäre aufsteigt. Diese Luft dehnt sich dann aus und kühlt ab, wenn der Luftdruck abnimmt, und sinkt nach unten, wo sie dann wieder von der Erde erwärmt wird. Korallenriffe sind die größten lebenden Strukturen auf dem Planeten, wobei einige sogar vom Weltraum aus sichtbar sind. Von allen Ökosystemen der Erde beherbergen sie die meisten Arten pro Fläche, sogar mehr als Regenwälder. Die Erde erhielt ihren Namen vor etwa 1000 Jahren und bezieht sich tatsächlich auf das deutsche Wort Boden. Aber es gibt keine Beweise, die zeigen, wer sie tatsächlich benannt hat. Von allen Planeten ist die Erde auch der einzige, der nicht nach einer griechischen oder römischen Gottheit benannt ist. Der tiefste Punkt des Ozeans ist der Marianengraben. Er liegt satte 11 Kilometer unter dem Meeresspiegel. Küstenlinien umfassen etwa 20% der US-Landfläche, beherbergen aber mehr als 50% der US-Bevölkerung. Die Erde ist nicht wirklich eine Kugel. Sie gleicht eher einer gequetschten Kugel, die sich am Äquator ausbeult. Die Ausbuchtung wird durch die Kraft der Erddrehung verursacht, die den Nord- und Südpol etwas flach macht. Die Erde dreht sich um ihre eigene Achse, die im Grunde eine imaginäre gerade Linie ist. Unser Planet hat Jahreszeiten, weil die Achse gekippt ist, wodurch die Sonnenstrahlen je nach Jahreszeit direkter auf verschiedene Teile der Erde treffen. Wenn die Sonne so groß wie eine Standardtür wäre, hätte die Erde im Vergleich etwa die Größe eines 5-Cent-Stücks. Die Rotationsrate der Erde nimmt allmählich ab. Dies geschieht so langsam, dass es bis zu 140 Millionen Jahre dauern würde, bis die Länge eines Tages auf 25 Stunden ansteigt. Das größte Tier der Erde ist der antarktische Blauwal. Er kann bis zu 30 Meter lang werden und wiegt bis zu 45 Tonnen. Das entspricht etwa dem Gewicht von 33 Elefanten. Die Temperatur im Erdmittelpunkt ist mit fast 5500 Grad Celsius etwa so hoch wie die Temperatur auf der Sonnenoberfläche. Die Erde ist etwa 10.000 Mal älter als der Mensch. Sie ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt, während es den Menschen höchstens seit 450.000 Jahren gibt. Es gibt etwa 34.000 bekannte Fischarten. Die tatsächliche Zahl ist jedoch viel höher, da satte 95% unserer Ozeane noch nicht erforscht sind. Amerikas Route 66 ist länger als die Reise zum Erdkern. Die Entfernung zum Erdkern beträgt etwa 3.000 Kilometer. Aber die Route 66 ist fast 4.000 Kilometer lang. Die Erde besteht aus drei Hauptkomponenten, der Kruste, dem Mantel und dem Kern, der wiederum in den äußeren und inneren Kern unterteilt ist. Die Wissenschaft schätzt, dass es etwa 8,7 Millionen Arten auf dem Planeten gibt. Davon sind zwischen 1 bis 2 Millionen Tiere. Aber etwa 86% der Landtierarten und 91% der Fische müssen noch immer vom Menschen entdeckt werden. Früher glaubte die Astronomie, dass die Erde das Zentrum des Universums sei. 2000 Jahre lang glaubte sie, dass die Erde statisch sei, während andere Körper in einer Umlaufbahn um uns kreisten. Im Jahr 1543 veröffentlichte Kopernikus dann sein sonnenzentriertes Modell des Sonnensystems. Die Erde ist der dichteste Planet im Sonnensystem. Die Dichte variiert zwischen den verschiedenen Krusten, aber die durchschnittliche Dichte beträgt etwas mehr als 5 Gramm pro Kubikzentimeter. Der Mount Everest ist der höchste Punkt des Planeten. Sein Gipfel weist mit etwa 9000 Metern die höchste Entfernung zum Meeresspiegel auf. Jedes Jahr fallen auf der Erde eine Septillion Schneekristalle. Das sind eine Billion Billionen Schneeflocken. Schnee bedeckt jedes Jahr etwa 31% der Landfläche. Vom Wasser der Erde sind nur etwa 3% Süßwasser. Die anderen 97% sind Salzwasser. Von diesen 3% sind wiederum etwa 2% in Eis und Gletschern gefroren. Weniger als 1% des Süßwassers der Erde befindet sich also tatsächlich in Seen, Flüssen und im Untergrund. Das größte Binnengewässer der Welt, oder für uns normale Menschen ein See, ist das Kaspische Meer. Es hat eine Fläche von 371.000 Quadratkilometern. Der tiefste See der Welt ist der Baikalsee in Russland mit einer Tiefe von 1.610 Metern. Die Erdatmosphäre besteht zu etwa 78% aus Stickstoff und 21% aus Sauerstoff mit geringen Mengen an Wasserdampf, Kohlendioxid und anderen Gasen. Es wird angenommen, dass kein anderer Planet so viel Sauerstoff hat. Was auch erklärt, warum die Erde der einzige Planet ist, auf dem Leben entdeckt wurde. Bis jetzt.
Neben dem Mond gibt es noch zwei Asteroiden, die sich in einer gemeinsamen Umlaufbahn mit der Erde befinden. 3753 Grüthne, der manchmal als zweiter Mond der Erde bezeichnet wird, ist ein Asteroid, der so aussieht, als würde er der Erde auf ihrer Umlaufbahn folgen. Aber in Wirklichkeit folgt er seiner eigenen Bahn um die Sonne. 2002AA29 ist ein weiterer Asteroid, der eine hufeisenförmige Umlaufbahn um die Erde macht, die ihn alle 95 Jahre in die Nähe des Planeten bringt. Du hast Freunde zum Abendessen zu Besuch. Du stellst dein Getränk auf den Tisch und gehst zu deinem Freund in die Küche, um ihm bei den Desserts zu helfen. Als du zurückkommst, siehst du, wie der Drink in deinem Glas hin und her schwappt und die Eiswürfel sehen aus wie Schiffe auf rauer See. Dann spürst du es auch. An der Decke schwingt der Kronleuchter wie verrückt. Dann hörst du jemanden Erdbeben schreien. Das Haus und alles darin schaukelt hin und her. Du willst dich in Deckung bringen, aber das Schütteln hält dich an Ort und Stelle und du hast zu tun, dein Gleichgewicht zu halten. Die Schränke wirken wie besessen. Gläser und Geschirr fliegen heraus und zerschellen auf dem Boden. Bücherregale kippen um und alles, was an den Wänden hängt, schwankt und fällt runter. Du duckst dich unter den Esszimmertisch und versuchst, dich an den Scherben nicht zu schneiden. Ja, du hast schon einige Erdbeben erlebt, aber keines wie dieses. Du schaust auf dein Handy. Natürlich, kein Empfang. Du kannst nicht glauben, was gerade passiert. Schreie werden lauter und plötzlich stürzt das Haus ein. Das größte je aufgezeichnete Erdbeben fand 1960 in Chile statt. Die Katastrophe ereignete sich am Nachmittag, gerade als alle unterwegs waren und sich amüsierten. Um ernsthafte Schäden zu verursachen, braucht es eine Magnitude von etwa 7 auf der Richterskala. Dieses Erdbeben hatte 9,5. Dieser Teil Chiles liegt auf dem sogenannten Ring of Fire, dem aktivsten vulkanischen und seismischen Gebiet der Welt, entlang des Pazifiks. Das anfängliche Beben dauerte etwa 10 Minuten und in den folgenden 2 Tagen waren viele Nachbeben immer noch stark genug, um einen Vulkanausbruch im Süden des Landes auszulösen. Aber das war noch nicht alles. Das Erdbeben löste eine Reihe von Flutwellen über den gesamten Pazifik aus, von denen einige über 30 Meter hoch waren. Die Wellen und das Erdbeben waren so stark, dass sie sogar Hawaii, Japan und die Philippinen trafen. Es verursachte Schäden in Höhe von etwa 1,5 Milliarde 1960er Dollar. Viele wurden obdachlos. Auch ein Großteil der Infrastruktur wurde zerstört. Gebäude, soweit das Auge reichte, fielen zusammen und überall türmten sich Trümmer. In der Wissenschaft schätzte man, dass dieses Erdbeben so stark war, dass es die Erdachse verschoben hat und unsere Tage um 1,26 Mikrosekunden kürzer gemacht hat. Das mag nicht viel sein, aber denk mal darüber nach. Nur eine Naturkatastrophe war stark genug, um die Zeit in Bewegung zu setzen. Viele der Küstenstädte waren dem Erdboden gleichgemacht und die Überschwemmungen taten ihr Übriges. Die Wirtschaft befand sich in einer Abwärtsspirale. Studien zufolge würde dieses Erdbeben, wenn es heute passieren würde, mehr als 20 Milliarden Dollar an Schäden verursachen. Was würde also passieren, wenn ein doppelt so starkes Erdbeben ohne Vorwarnung eintritt? Zunächst einmal würdest du die Auswirkungen auch noch viel weiter weg spüren. Die Flutwellen würden nicht nur die Küsten Japans und der Philippinen treffen, sondern sich noch weiter nach China, Korea, Vietnam und sogar Australien bewegen. Und diese Wellen wären deutlich höher als 25 Meter, vielleicht sogar doppelt so hoch. Das ist so hoch wie 8 Giraffen, die übereinander gestapelt in deine Richtung surfen. Solltest du an der Küste leben, könntest du die Wellen kommen sehen. Wenn du nämlich siehst, wie sich das Wasser zurückzieht, sodass du praktisch sehen kannst, wo die Fische zu Hause sind, dann weißt du, dass du um dein Leben rennen musst. Denn die Chancen stehen gut, dass ein Tsunami auf dich zukommt. Gehen wir mal davon aus, dass das gerade passiert. Du bist unter den Trümmern gefangen und weißt nicht, wie es weitergeht. Du schaffst es, dich zu befreien und an die Luft zu kommen. Alle Häuser in der Nachbarschaft haben sich in Schutt und Asche verwandelt. Auch die Brücken sind eingestürzt und haben die Menschen auf beiden Seiten angeschnitten. Du schaust dich um, fegst dir den Staub von der Kleidung und rennst los, um Hilfe zu finden. Feuerwehrautos und Krankenwägen fahren zwischen zerstörten Autos und Trümmern. Du willst zu deinem Auto, aber die Nachbeben sind immer noch heftig und du wirst auf den Bürgersteig geschleudert. Weil alle Mobilfunkmasten zerstört sind, kannst du niemanden anrufen. Deine Knie zittern, aber du musst weiter. Dann erreichst du dein Auto, aber es wurde von einem Felsbrocken zerquetscht. Wie eine riesige Limo-Dose. Du gehst zu Fuß weiter und erreichst schließlich das Stadtzentrum. Es sieht so aus, als ob ein Riese wütend geworden ist und alle Gebäude umgestoßen hat.
Du kämpfst dich weiter vorwärts, denn du willst Hilfe finden. Dann vibriert dein Handy. Du schaust drauf und siehst 1000 Nachrichten über ein Erdbeben der Stärke 20. Du zitterst immer noch, obwohl der Boden vorerst ruhig ist. Oh oh. Du hörst etwas in der Ferne, das auf dich zurast. Zu deiner Rechten siehst du Flutwellen, die so hoch wie Gebäude sind. Und sie kommen auf dich zu. Der Schock ist groß. Was sollst du tun? Aber du kommst zur Besinnung und rennst los. Du weißt nicht, in welche Richtung du rennen sollst. Direkt hinter dir ist ein Tsunami, vor dir liegen eingestürzte Gebäude, überall fallen Steine und Betonplatten auf dem Boden. Warte, es gibt ein Gebäude, das noch steht. Du musst auf das Dach kommen. Dann erreichst du den Aufzug, aber der ist außer Betrieb. Eigentlich keine Überraschung. Du rennst die Treppe hoch, so schnell du kannst, stolperst über Glasscherben und Putz, schaffst es aber immer wieder nach oben. Du schaust aus einem Fenster und siehst das Wasser. Es ist schon so nah. Du hast es fast nach oben geschafft. Noch ein paar Stufen und wusch. Das Wasser drückt sich in das Gebäude und zieht dich mindestens 2 Stockwerke nach unten. Du kannst kaum etwas sehen. Trotzdem weißt du, dass du nach oben schwimmen musst. Aber das Wasser zwingt dich immer weiter nach unten. Nach etwa 30 Sekunden schaffst du es herauszuschwimmen und weiter nach oben zu klettern. Du kraxelst in die oberste Etage und brichst auf dem Dach zusammen. Du bist in Sicherheit. Vorerst. Die Flutwelle ist immer noch stark und pflügt sich ihren Weg durch das verwüstete Stadtzentrum. Dein Telefon ist jetzt nass und unbrauchbar. Du hast einen perfekten 360-Grad-Blick auf deine Stadt, die mit Wasser und Trümmern bedeckt ist. Der Boden beginnt wieder zu beben. Vielleicht bleibst du einfach hier, bis alles vorbei ist und wartest auf den Rettungshubschrauber. Doch dann erschüttert eine laute Explosion den Boden. Fast wären deine Trommelfelle geplatzt. In der Ferne steigt Rauch auf, der schnell den ganzen Himmel bedeckt und auch die Morgensonne. In diesem Moment siehst du, wie Lava in die Luft schießt. Die Lava formt sich zu einem Strom, der sich Straßenecke um Straßenecke über die Stadt ergießt. Bei so viel seismischer Bewegung und der hohen Intensität des Erdbebens haben sich die tektonischen Platten der Welt verschoben, sodass Magma an die Oberfläche drängt. Aus der Erde entweicht Dampf. Und dann trifft dich die Hitze. Du siehst, wie Magma den Boden komplett bedeckt und jedes Auto seinen Weg verschlingt. Was noch schlimmer ist, das Magma schmilzt die Fundamente der Gebäude, die das Erdbeben und den Tsunami halbwegs überstanden haben. Auch die restlichen Gebäude in der Ferne versinken und stürzen in den tobenden Lavapool. Eins nach dem anderen, jedes Gebäude versinkt. Das bedeutet, oh oh, das Haus, auf dem du stehst, schwankt schon bedrohlich. Es wird gleich zusammenbrechen. In diesem Moment siehst du ein Licht. Du schaust nach oben und siehst in der Ferne einen Hubschrauber. Du fuchtelst mit den Armen, rennst herum, springst. Du versuchst alles, um bemerkt zu werden. Und es hat geklappt. Der Hubschrauber dreht ein paar Kreise und lässt schließlich eine Strickleiter zu dir runter. Als du in den Hubschrauber gezogen wirst, hast du einen guten Blick auf die Welt unter dir. Es sieht aus wie Nudeln, die sich im kochenden Wasser winden. Du landest ein paar Kilometer außerhalb und wirst sofort von einem Arzt in einem Notfall-Triage-Center behandelt. Du warst einer der Glücklichen. Ein Jahr später. Das Wasser des Tsunamis ist zurückgegangen. Die Lava, die ins Landesinnere geflossen war, hat sich abgekühlt. Aber all das Magma hat den Boden dauerhaft verändert und die ganze Stadt ist verschwunden. Diese Katastrophe hat das Land in einen finanziellen Albtraum gestürzt, der Jahrzehnte andauern wird. Es dauerte Monate, die Stadt zu vermessen und sicherzustellen, dass es nirgendwo gefährliche elektrische Leitungen oder kaputte Gasrohre gibt. Sie bauen deine Stadt wieder auf, aber weiter im Landesinneren. In anderen Städten bauen sie direkt über den Ruinen. Bewohner anderer Städte beschlossen, in eine nahegelegene Stadt umzusiedeln. Du bist in der Wildnis unterwegs und suchst nach einem sicheren Platz, um dein Lager aufzuschlagen. Du hörst nur Blätter rascheln und das Knacken der Äste unter deinen Schritten. Eichhörnchen jagen sich durch die Baumkronen und dann entdeckst du etwas Unerwartetes. In der Ferne zwischen den Bäumen siehst du etwas, das wie eine Betonkonstruktion aussieht. Seltsam. Immerhin bist du mindestens 20 Kilometer tief im Wald und es gibt keine Städte oder Dörfer in der Nähe, soweit du weißt. Du verlässt den Weg, weil du dir das genauer ansehen willst. Du bahnst dir deinen Weg durch das Dickicht und kommst näher. Du siehst eine Treppe, die ins Nirgendwo führt. Was hat die da zu suchen, mitten im Wald? Du
setzt deine Sherlock-Holmes-Mütze auf und willst der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht stand hier früher ein Haus oder eine Villa, die im Laufe der Jahre verrottet ist. Aber warum blieb sie als einzige stehen? Du umrundest die bizarre Treppe, erkennst aber keine Spur einer Ruine, nicht mal Reste eines Fundaments. Sieht so aus, als hätte jemand die Treppe aus seinem Haus gerissen, um sie hier hinzustellen. Du hast wenig Lust, noch länger hier zu bleiben. Irgendwas stimmt hier nicht. Je länger du dir diese seltsame Treppe anschaust, desto mehr spürst du eine unheimliche Präsenz. Irgendetwas sagt dir, dass du dieses Gebiet so schnell wie möglich verlassen solltest. So seltsam diese Geschichte klingt, es gibt überraschend viele Treppen, die an den unlogischsten Orten im Wald stehen. Einige sind aus Holz, andere aus Ziegeln und Steinen gebaut. Manche sehen uralt aus und andere, als wären sie eben erst fertiggestellt. Eines haben sie aber alle gemeinsam. Sie führen nirgendwo hin und stehen an besonders geheimnisvollen Orten. Eine der wohl sagenumwobensten Treppen steht in Chesterfield, New Hampshire. Sie wurde aus Stein gebaut mit römischen Bögen und steht mitten im Wald. Einst gehörte sie wohl zum Schloss von Madame Antoinette Cherie. Sie war damals eine angesagte Sängerin in Paris. Man schätzt, dass das Schloss vor 100 Jahren gebaut wurde. Als man es 1962 wiederentdeckte, war aber nichts mehr da außer dieser Treppe. Eine andere geheimnisvolle Treppe entstand in der Zeit vor 9000 Jahren. Du findest sie in einem Wald in Italien. Es sind Stufen, die zu einer kleinen Plattform führen. Warum hat man sich die Mühe gemacht, sie zu bauen, wenn sie nirgendwo hinführt? Fachleute glauben, dass man damals auf der erhöhten Plattform Rituale abhielt. Aber das sind nur Vermutungen. Im Indischen Ozean gibt es eine Anomalie, die man Indian Ocean Geoid Low nennt, kurz IUGL. Sie erzeugt die stärkste verzerrende Gravitationskraft der Erde. Große Mineralvorkommen, viele Tiefseegräben und Magmareservoirs stören dort das Magnetfeld. So etwas passiert übrigens überall auf der Erde. Anhand der veränderten Schwerkraft an verschiedenen Orten können wissenschaftliche Muster erstellt werden, die zeigen, was unter der Erdoberfläche passiert. Starke Schwerkraftfelder deuten darauf hin, dass die Materialdichte dort höher ist und umgekehrt. In der Wissenschaft glaubt man, dass es sich bei der IUGL um eine Delle im Erdmantel handelt, die bis in die Kruste reicht. Auf der Insel Niihau wird moderner Fortschritt abgelehnt. Dort gibt es keine Autos. Die Inselbewohner laufen oder fahren mit dem Fahrrad. Kein Wunder, dass sie kräftige Beine haben. Sie kommen ohne fließendes Wasser, Internet und Geschäfte aus. Aber es gibt eine Schule auf der Insel und die wird mit Solarenergie betrieben. Sie ist auch die einzige Schule im Bundesstaat Hawaii, die von der Sonne versorgt wird. Auf der Insel gibt es einige Grundregeln, an die sich alle halten müssen. Wer gegen diese Regeln verstößt, wird im schlimmsten Fall von der Insel verbannt. Unweit von Bangkok im Nordosten Thailands gibt es eine 75 Millionen Jahre alte Felsformation. Diese Formation sieht aus wie drei schwimmende Wale. Es ist eine wunderschöne Skulptur, die die Natur geschaffen hat. Sie trägt den Namen Three Whales Rock. Vor Millionen Jahren war dieses Gebiet nur eine Wüste. Aber nach und nach wurde der Sandstein durch die Bewegung der tektonischen Platten auseinandergezogen und durch Erosion geformt. So entstand diese spektakuläre Formation. Es lohnt sich, die Wanderwege rund um den Three Whales Rock zu erkunden, denn dort gibt es Wasserfälle und eine einzigartige Flora und Fauna. Die folgenden Gruben wurden 2014 auf den Halbinseln Yamal und Gidan entdeckt. Und sie werden immer breiter. Solche Gruben findet man mittlerweile häufiger. Und natürlich gibt es viele Theorien, wie sie entstanden sind. Sie reichen von Meteoriteneinschlägen bis hin zu Aktivitäten außerirdischer Zivilisationen. Die plausibelste Erklärung ist aber, dass Methangas mit Wassermolekülen reagiert hat, als der Permafrost auf der Erde zu schmelzen begann. Das führte dazu, dass Methangasblasen durch das Eis platzten. Die Krater könnten tausende Jahre alt sein, aber das weiß niemand so genau. Jetzt sind wir im Bundesstaat New Mexico und besuchen die Kleinstadt Taos. 2% der Bewohner hören täglich ein seltsames Summen. Einige glauben, dass dieses Geräusch von etwas kommt, das Gäste aus einer anderen Galaxie dagelassen haben.
Man erzählt sich auch, dass etwas Unheimliches in der Stadt lebt. Es heißt, Taos sei verflucht. Ein böser Geist bestraft die Menschen für etwas, das ihre Vorfahren in der Vergangenheit getan haben. Wissenschaftlich kann dieses Geräusch nicht erklärt werden. Es heißt aber, dass die Beschaffenheit des Ortes eine ungewöhnliche Akustik erzeugt. Andere tun das Summen als Halluzination ab. Einige hören es auch nur, weil jeder darüber spricht. Der Verstand erschafft also dieses Geräusch, obwohl es gar nicht da ist. Übrigens, nicht jeder hört das gleiche Geräusch. Manche hören ein leises Brummen, andere eher ein Summen. Das ist aber nicht der einzige Ort, in dem man ein merkwürdiges Geräusch hört. Vielleicht hast du schon vom The Hum gehört. Weltweit behaupten sehr viele Menschen, es zu hören. Bewohner eines kleinen Dorfes in Schottland beschreiben es als ein tiefes Brummen. Auch in Florida wird es so beschrieben. Es ist nicht genau bekannt, wann dieses Phänomen aufgetreten ist. In der Zeitung wurde darüber erstmals in England in den 1970ern berichtet. Doch man fand auch etwa 200 Jahre alte Aufzeichnungen über ein mysteriöses Brummen. Schätzungsweise hören nur etwa 2% der Menschen weltweit das Summen. Vielleicht hören ihre Ohren niederfrequente Wellen oder es hat einen anderen Grund. Ich meine, man summt ja auch, wenn man den Text des Songs nicht kennt, oder? Jo, der Witz war auch schon vor 200 Jahren nicht cool. Kennst du schon den indonesischen Vulkan, der leuchtend blaue Lava ausspuckt? Er erzeugt elektrisch blaue und violette Flammen. Das kann er, weil sein Schwefelgehalt so hoch ist. Das ist einmalig auf der Erde und ein Grund mehr noch, bei Gasen und üblem Gestank zu bleiben. Wenn schwefelhaltige Gase mit heißer Luft in Berührung kommen und von der Lava entzündet werden, leuchtet es blau. In seinem Krater befindet sich auch der größte Säuresee der Erde. Ja, dieser Vulkan ist ein echter Stinker. Unterwasserflüsse und Seen nennt man Sohlebecken. Weil ihr Salzgehalt viel höher ist, ist das Wasser viel dichter als das Meerwasser in der Umgebung. Deshalb sinkt es auf den Grund. So entstehen Unterwasserflüsse und Seen. Sie haben ihre eigenen Wellen, die gegen ihre Küstenlinie schlagen. Wenn du mit einem U-Boot da unten wärst, könntest du auf der Oberfläche eines Sohlebeckens schwimmen. Ohne U-Boot wäre das viel zu riskant, weil diese Seen viel giftiges Methan und Schwefelwasserstoff enthalten. Klingt nicht so gesund. In Mexiko gibt es eine Höhle mit einzigartigen Kristallformationen. Dort herrschen extrem seltene Bedingungen, dank derer die Kristalle zu dieser unglaublichen Größe heranwachsen konnten. Die Luft ist extrem feucht und das Wasser ist extrem mineralhaltig, was das Wachstum der milchig-weißen Giganten fördert. Einige sind sogar länger als Strommasten. Hast du schon mal einen Schneedonut gesehen? Sie entstehen, wenn eine Windböe Schnee über eine verschneite Fläche rollt. So als würde der Wind einen Schneeball formen. Ein richtiger Schneeball wäre aber irgendwann zu schwer, um vom Wind bewegt zu werden. Aber das ist ja ein Schneedonut und der ist in der Mitte hohl. Das passiert, weil die innere Schicht so dünn ist, dass der Wind einfach durchblasen kann. Und so rollt er weiter und weiter. Leider tauchen Schneedonuts sehr selten auf, weil sie ganz bestimmte Bedingungen brauchen. Die Danakil-Senke in Äthiopien ist wahrscheinlich einer der bizarrsten Orte, den du je gesehen hast. Sie ist übersät mit neonfarbenen heißen Quellen, Lavapools und endlosen Salzebenen. Doch Vorsicht, giftige Gase wirbeln über die Hydrothermalfelder. Die Pools sind auch extrem sauer. Geh da also nicht baden, außer deine letzte Mahlzeit liegt 30 Minuten zurück. War nur ein Scherz. Kein Scherz sind die 28.000 Gummienten, die man 1992 im Meer gefunden hatte. Ein Schiff, das dieses lustige Badespielzeug geladen hatte, verlor auf dem Weg von Hongkong in die USA einen Container. Man konnte sie vor Südamerika, Alaska, Hawaii, sogar vor Australien sichten. Einige dieser Enten treiben auch heute noch im Meer. Mein Gummientchen bleibt in meiner Wanne. Die ist groß genug zum Erkunden. Stell dir Folgendes vor. Du beobachtest gerade einen Vulkanausbruch. Der Anblick ist bombastisch. Doch plötzlich siehst du über dem Vulkan gleißend helle Blitze. Dadurch wirkt das Erlebnis noch bedrohlicher, als es sowieso schon ist.
Warum blitzt es über dem Vulkan? Das liegt an der statischen Elektrizität, die entsteht, wenn dichte Aschepartikel aneinander reiben. Die andere Quelle vulkanischer Blitze befindet sich hoch oben in der Nähe der Stratosphäre, wo Eiskristalle sich chaotisch bewegen und gewaltige Stöße freisetzen. Der Sala de Uyuni fühlt sich an, als ob du auf einem großen Spiegel stehst, aber in Wirklichkeit ist er eine Salzfläche von mehr als 10.360 Quadratkilometer. Der Sala de Uyuni befindet sich in Bolivien, dem höchstgelegenen Land Südamerikas. Dieser natürliche Spiegel ist ein Überbleibsel von prähistorischen Seen, die vor langer Zeit verdunstet sind. Auch wenn es flach aussieht, hat die GPS-Technologie bewiesen, dass einige der Landschaften kleine Verwerfungen haben, die nicht einmal einen Zentimeter groß sind. Der Ort ist extrem salzig. Etwa 10 Milliarden Tonnen Salz liegen darum. Wenn du zur richtigen Zeit dorthin reist, siehst du den Spiegel des Himmels. Wenn sich nämlich einige der Seen mit etwas Wasser füllen, wirkt die dünne Wasserschicht wie ein Spiegel. Viele Ortsansässige bauen Salz und Lithium ab. Und wenn du schon mal da bist, dann nimm dir auf jeden Fall ein Zimmer im ersten Salzhotel der Welt. Ein Stückchen weiter, in Peru, kannst du einen Regenbogenberg bestaunen. Wissenschaftlich konnte noch nicht eindeutig geklärt werden, wie es zu diesem farbenfrohen Gipfel kam. Er ist auch schwer zu erreichen. Aber die blauen, roten, grünen, gelben und rosa Farben der Natur kannst du auch aus der Ferne sehen. Ein Anblick, den man so schnell nicht mehr vergisst. Jetzt kommt etwas anderes, und zwar gefrorene fliegende Untertassen. Nein, es sind keine UFOs, sondern Taschen mit hochentzündlichem Methangas. Sie werden unter Wasser in gefrorenem Eis eingeschlossen und bilden diese psychedelischen Landschaften aus einem atemberaubenden Muster. Das ist aber typisch für nördliche Seen wie den Lake Abraham in Alberta, Kanada. Diese Blasen entstehen, wenn tote Tiere, Blätter und Pflanzen ins Wasser fallen und von Bakterien zersetzt werden. Diese Bakterien scheiden dann das Methangas aus. Ich kann es von hier aus riechen. Vielleicht wurdest du auch Ende März 2018 Zeuge eines Ereignisses, das sich in Osteuropa abgespielt hat. Es war schön, aber irgendwie auch gruselig. Skifahrer sausten unter dem rot gefärbten Himmel die mandarinenfarbenen Pisten hinunter. Von diesem Spektakel überwältigt, beschrieben die Menschen diese Erfahrung wie einen Spaziergang auf dem Mars oder als ob sie auf Sanddünen skifahren würden. Doch so geheimnisvoll dieses Phänomen auch war, hat es eine eher enttäuschend einfache Erklärung. Der Auslöser dieser außerirdischen Landschaft war ein gewaltiger Sandsturm, der aus der Sahara-Wüste kam. Dieser Sturm hatte Staub, Sand und Pollen rübergeweht, die den Schnee orange färbten. Aber das war kein einmaliges Naturphänomen. Meteorologen sagen, dass orangefarbener Schnee die Länder Osteuropas mindestens einmal alle 5 Jahre bedeckt. Und auch hier gilt, iss keinen orangefarbenen Schnee. Am 20. und 21. Februar 2018 erlebten die Menschen im Nordosten der USA eines der außergewöhnlichsten Wetterereignisse, und zwar eine Hitzewelle. Jawohl, im Februar. Es war sogar die beeindruckendste Winterhitzewelle seit Beginn der offiziellen Wetteraufzeichnungen im 19. Jahrhundert. Zum Beispiel in Freiburg, Maine, zogen die Leute ihre Mäntel aus, nachdem die Temperatur auf angenehme 21 Grad Celsius gestiegen war. In Fitchburg, Massachusetts, wechselten die Leute zu Sandalen, weil die Außentemperatur auf 27 Grad anstieg. Dasselbe geschah in Harrisburg, Pennsylvania, wo die Temperatur 28 Grad erreichte. Auch in Wells, Maine, stiegen die Thermometer auf sommerliche 25 Grad. Vor etwa 11.000 Jahren in der heutigen Türkei, ohne Städte oder Metallwerkzeuge, hatten geschickte Handwerker den Göbekli Tepe gebaut. Wie sie es geschafft haben, Kalksteinblöcke, die dreimal so schwer sind wie ein T-Rex, zu bearbeiten und anzuheben, ist unbekannt. Auch weiß noch niemand, was sie symbolisieren. Wir sind wieder in den USA, in Wyoming. Dort hat sich der Devil's Tower gebildet. Wissenschaftlich konnte nicht eindeutig geklärt werden, wie er entstanden ist. Es ist eine 265 Meter hohe Felsformation mit so steilen Wänden, dass sie faktisch senkrecht sind. Dieser Fels steht mitten in einer sanften Ebene, wo es im Umkreis von mehreren Kilometern nichts Vergleichbares gibt. Wie kann in einer so flachen Landschaft etwas so Großes entstehen?
Es gibt einige Theorien dazu, aber keine hat eine klare Antwort. Der kroatische Nationalpark Plitvicer Seen ist eine Touristenattraktion und gehört zum Weltnaturerbe, in dem sich einzigartige Tiere und Pflanzen tummeln. Der Park sieht aus wie eine epische Filmkulisse mit unendlich vielen Wasserfällen, die aus allen Richtungen in die klaren Seen fließen. Mitte der 1980er Jahre entdeckte ein Taucher das Yonaguni-Monument vor der Küste Japans. In der Wissenschaft ist man sich sicher, dass diese Ansammlung von Strukturen tausende von Jahren alt ist. Aber es konnte immer noch nicht geklärt werden, ob sie natürlich oder von Menschenhand geschaffen wurden. Sollte sich herausstellen, dass es sich um eine antike Stadt handelt, lautet das neue Rätsel: Welche untergegangene Zivilisation hat sie erbaut und wie ist sie auf den Meeresgrund gelangt? Diese Felsen sind nicht das Ergebnis menschlicher Arbeit. Sie wurden durch Vulkanausbrüche geschaffen. Aber in der Wissenschaft rätselt man immer noch, warum der Giant's Causeway in Irland eine so seltsame Form hat. Im Jahr 1812 bezahlte ein englischer Bauer aus einem unbekannten Grund einen ortsansässigen Maler, tonnenweise Erde von einem Hang abzutragen und die Konturen mit Kreide zu füllen. Aber der Maler machte sich mit dem Geld aus dem Staub und der Bauer musste einen zweiten bezahlen, um das Elton Barnes White Horse fertigzustellen. Die schwarzen Wasserfälle in Island haben ihren Namen wegen der dunklen Lavasäulen bekommen, die sie umgeben, und die Basis besteht aus scharfkantigen Felsen. Diese Struktur war die Inspirationsquelle für isländische Architektur, was in einigen ihrer berühmten Gebäude zu sehen ist. In einer feuchten Winternacht kannst du im Wald Haareis sehen, was dann wie Zuckerwatte oder eine weiße Perücke aussieht. Eiskristalle wachsen förmlich auf verrottetem Holz. Leider schmilzt diese Schönheit, sobald die Sonne aufgeht. Erst vor kurzem konnte wissenschaftlich belegt werden, wie das Haareis entsteht. Und es war? Bist du bereit? Ein Pilz. Durch ihn kann das Eis diese super dünnen Haare bilden, die die ganze Nacht halten. Wenn diese spezielle Art von Pilz nicht vorhanden ist, bildet das Eis statt Haare eine krustenartige Struktur. Eine der häufigsten Ursachen für Waldbrände sind Gewitterblitze. Aber hast du schon mal von einem Waldbrand gehört, der ein Gewitter ausgelöst hat? Nein? Jetzt weißt du's. Es geschah am 11. Mai 2018, nicht weit von Amarillo in Texas. Damals entstand durch das superstarke Mallard Fire eine riesige dichte Wolke hoch oben in der Luft und seine Hitze löste ein heftiges Gewitter aus, das später 96 Kilometer entfernt in Wheeler County in Texas tonnenweise Eurostückgroße Hagelkörner abwarf. Carhenge ist das seltsame Wahrzeichen von Nebraska. Sein Erschaffer studierte das echte Stonehenge und schuf seine Version aus alten Autos als Tribut an seinen Vater. Einige Autos stehen wie Monolithen, andere bilden Bögen. Auf die Frage, warum er das gemacht hat, antwortete der Schöpfer nur: Warum nicht? Ein anderes Stonehenge-ähnliches Bauwerk wurde 2007 auf dem Grund des Michigansees gefunden. Es handelt sich um eine kreisförmig angeordnete Gruppe von Steinen und Schnitzereien eines Mastodons. Dieses Tier ist vor mehr als 10.000 Jahren ausgestorben, also müssten die Schnitzereien noch älter sein. Der genaue Standort wird leider geheim gehalten, also viel Glück beim Suchen. Kanadas Hudson Bay ist wahrscheinlich der einzige Ort auf der Welt, an dem die Schwerkraft niedriger ist als anderswo auf der Erde. Selbst Skeptiker haben kein Argument dagegen, denn der Unterschied konnte mit Präzisionsgeräten gemessen werden. Ist dann die Schwerkraft dort ungefähr so niedrig wie auf dem Mond? Leider, oder zum Glück, da bin ich mir nicht ganz sicher, ist der Unterschied winzig. Wenn du es in Zahlen wissen willst, dann sind es 0,005%, also ein 200stel eines Prozents. Also selbst wenn du dich anstrengst, wirst du keinen Unterschied spüren. Aber er ist da. In der Wissenschaft heißt es, dass diese Anomalie durch die Eisdecke entstanden ist, die das Gebiet vor etwa 10.000 Jahren einhüllte. Sie muss die Felsen so stark zusammengedrückt haben, dass sie sich bis heute noch nicht vollständig davon erholt haben und wodurch sich das Gravitationsfeld der Hudson Bay verschoben hat. Aber irgendwann in der Zukunft wird sich die Schwerkraft auch in diesem Gebiet wieder normalisiert haben. Im Jahr 2010 wurden 400 Kilometer westlich des Nils versteinerte Fische entdeckt.
dort, wo die trockene Sahara liegt. Dieser Zufallsfund veranlasste die Wissenschaft zu der Annahme, dass es dort, wo heute die Sahara ist, ein Meer gegeben haben muss. Also führten sie dort geologische Untersuchungen durch und sie kamen zu unerwarteten Ergebnissen. Sie fanden Hinweise auf etwas Riesiges unter dem Sand, das nicht zu einem Meer gehörte. Mehrere Monate lang wurde die Forschung mit GPS-Geräten an Land fortgesetzt und später, als alle Bodendaten gesammelt waren, schauten sich die Forschenden das Gebiet vom Satelliten aus an. Der Anblick war verblüffend. Es stellte sich heraus, dass sich unter der Wüste ein riesiges Becken befand mit einem kleineren in der Nähe. An den Ufern dieser Becken fand man früher schon menschliche Siedlungen und jetzt bekamen die Forschenden endlich die Antwort, warum sich genau an diesen Orten Menschen niederließen. Dort war früher ein See mit beeindruckenden Ausmaßen. Insgesamt über 108.800 Quadratkilometer Süßwasser. Etwa halb so groß wie der Michigansee. Hey, schon mal was vom Feuerregenbogen gehört? Ich auch nicht. Und was ist mit einem Zirkumhorizontalbogen? Auch nicht. Aber damit du es weißt, das ist ein und dasselbe. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Gemälde. Oder wie ein regenbogenfarbener Spritzer am Himmel. Trotz des Namens hat das nichts mit Feuer oder Regen zu tun. Dieses seltene Phänomen tritt auf, wenn die Sonne durch Eiswolken scheint. Genauso einzigartig sind die Regenbogen-Halos. Auch dafür muss es Eiskristalle in den Wolken geben, damit die Erdoberfläche das Licht der Sonne zu einem perfekten Ring biegt. Das Gleiche kann auch durch das Mondlicht entstehen. Der einzige Unterschied ist, dass Mondhalos weiß sind und Sonnenhalos in Regenbogenfarben leuchten. Wenn du gerne hoch hinaus wanderst, gehörst du vielleicht zu den Glücklichen, die schon über Büßereis gestolpert sind. Das sind natürlich geformte Eiszapfen. Damit sie sich bilden, muss es sehr kalt und die Luft sehr trocken sein, was in höheren Gebieten der Fall ist. Das Sonnenlicht verwandelt Eis direkt in Dampf, überspringt also den flüssigen Zustand, wodurch diese Eiszacken auf der Erdoberfläche auftauchen. Sie sehen irgendwie niedlich aus, können aber bis zu 4,5 Meter hoch werden. Was passiert, wenn kleine Lavatröpfchen vom Wind weggefegt werden? Es entstehen Pelés Haare. Ich erklär's dir. Das Wort Pelé stammt von einem alten hawaiianischen Symbol für Vulkane. Wenn der Wind kleine Lavatröpfchen aufnimmt, spannt er sie zu haarähnlichen Strängen, ähnlich wie bei der Herstellung von Glasfaserdraht. Diese zarten Stränge können bis zu 2 Meter lang werden. In seltenen Fällen regnet es, auch wenn du keine Wolken siehst. Wirklich? Schauen wir uns dieses seltene Phänomen mal genauer an. Man nennt ihn übrigens auch Sonnenregen, weil es so aussieht, als würde die Sonne regnen. Aber Regen kann nicht direkt von einem Stern fallen. Die Erklärung dafür ist aber einfach. Die Regenwolken sind in einiger Entfernung und wenn die Sonnenstrahlen schräg einfallen, sind diese Wolken nicht mehr zu sehen. Wenn dann noch ein bisschen Wind dazukommt, der den Regen in deine Richtung bläst, tada, bekommst du einen Sonnenschauer. In Bolivien gibt es einen Ort, der Salar de Uyuni heißt. Es ist die größte Salzwüste der Welt. Und dort befindet sich auch die Hälfte der weltweiten Lithiumvorkommen. Lithium brauchen wir, um Batterien herzustellen. Und was ist noch so besonders an diesem Ort? Immer wenn es regnet, verwandelt sich dieses flache Land in einen spiegelnden See. Woran denkst du, wenn du Blutstrom hörst? An einen Horrorfilm? Keine Angst, das ist nur ein Wasserfall, der in einer der trockensten Regionen der Antarktis liegt. Er entspringt aus einem unterirdischen See, in dem besondere Bakterien leben. Diese kleinen Organismen nutzen Sulfate als Brennstoff anstatt Zucker, was sie für die Wissenschaft sehr interessant macht. Das Wasser in diesem See ist so eisenhaltig, dass, wenn es mit Luft in Verbindung kommt, rostet. Daher ist der Wasserfall rot und bekam seinen Markennamen. Du kennst vielleicht das Lied Desert Rose. Die Wüstenrose ist aber nicht seiner Fantasie entsprungen, sondern gibt es tatsächlich. Es ist aber keine Pflanze, sondern eine einzigartige Form aus mineralischem Gips. Wüstenrosen bildeten sich an diesem trockenen, sandigen Ort, weil er gelegentlich überschwemmt wurde. Durch den ständigen Wechsel zwischen feuchter und trockener Umgebung bildeten sich Gipskristalle zwischen den Sandkörnern, wodurch diese rosenartigen Formationen entstanden. Schon mal was vom Auge der Sahara gehört?
In der Wissenschaft versucht man immer noch herauszufinden, wie es entstanden ist. Du kannst es nur sehen, wenn du drüber fliegst. Es ist eine natürlich geformte Kuppel, die vor etwa 100 Millionen Jahren entstanden ist. Nein, ich war nicht dabei. Ihr Durchmesser beträgt etwa 40 Kilometer und sie besteht aus einer Reihe konzentrischer Ringe. Der größte zentrale Bereich hat einen Durchmesser von etwa 30 Kilometern. Übrigens waren es Astronauten, die das Auge der Sahara zuerst gesehen haben. Seitdem wird es stetig erforscht. Wenn Astronauten das Auge der Sahara sehen, wissen sie, dass die Landung in Florida kurz bevorsteht. Die buntesten Bäume der Welt stehen auf den Philippinen und in Indonesien. Diese Baumart wird Regenbogen-Eukalyptus genannt. Diesen Namen bekam der Baum wegen seiner Rinde, die ihre Farbe wechselt und sich mit dem Alter des Baumes ablöst. Die leuchtend grüne Rinde ist die jüngste. Sie enthält noch viel Chlorophyll, was auch in Blättern vorkommt. Irgendwann färbt sich die Rinde violett und dann rot und schließlich wird sie braun, weil sie immer mehr Chlorophyll verliert. Das sieht zwar aus wie ein prächtiger Wald, ist aber nur ein einziger Baum. Nein, es handelt sich nicht um eine Art optische Täuschung. Lass mich es dir erklären. Im Boden befindet sich ein komplexes Wurzelgeflecht, das rund 50.000 baumähnliche Formen miteinander verbindet. Das, was du über dem Boden siehst, wird Espe genannt. Einige dieser Bäume gehören zu den ältesten und größten Organismen der Welt. Nun, das hier scheint ein gutes Reiseziel zu sein. Oder vielleicht doch nicht. Laut aktuellen Daten der NASA ist der Maracaibo-See in Venezuela weltweit der blitzreichste Ort. In einem Jahr kann es dort 300 Tage gewittern. Aber was macht dieses Gebiet so einzigartig, dass sich dort so oft Gewitter zusammenbrauen? Das liegt an der kühlen Bergluft, die auf eine warme, feuchte Brise trifft und Elektrizität über dem See erzeugt. Die Eternal Flame Falls befinden sich im Hinterland von New York, nahe der kanadischen Grenze. Dort gibt es einen kleinen Wasserfall mit einem großen Geheimnis, und zwar eine Flamme, die etwa 20 cm groß ist. Wie das? Dort gibt es ein Erdgasvorkommen, das die Flamme hinter dem Wasserfall mit Brennstoff versorgt. Wanderer zünden sie auch immer wieder an, wenn sie ausgeblasen wurde. Dieses Phänomen ist gar nicht mal so selten, aber diese Flamme wurde berühmt, weil sie die jüngste ist. Außerdem sieht sie auf Bildern sehr gut aus. Du kennst gelben Sand und auch weißen und von schwarzem Sand hast du auch schon gehört. Aber kennst du auch die grünen Strände? Papakolea, auch bekannt als Green Sand Beach, liegt auf Hawaii und ist einer der wenigen Strände auf der Welt, der grünen Sand hat. Diese Färbung stammt vom Olivingestein, das durch einen Vulkanausbruch in der Nähe entstanden ist. Eigentlich sind auf Hawaii alle Vulkane in der Nähe. Lassen wir den grünen Sand hinter uns und bestaunen andere Strände, die nachts leuchten können. Und das auf ganz natürliche Weise. Wer ist schuld daran? Der winzige Phytoplankton oder Mikroalgen, wie sie auch genannt werden. Das sind kleine Pflanzen, die Chlorophyll enthalten und Sonnenlicht brauchen, um zu leben und zu wachsen. Die meisten Phytoplanktonarten schwimmen im oberen Teil des Ozeans, wo das Sonnenlicht sie noch erreicht. Wenn das Phytoplankton durch die Bewegung von Wellen und Strömungen aufgewühlt wird, sendet es Licht aus, wodurch das nächtliche Glühen entsteht. Diese Mikroorganismen kommen an Stränden auf der ganzen Welt vor, beispielsweise auf den Malediven, in Puerto Rico und in den Everglades. Am Fuße eines Berges in der Nähe von Afton, Wyoming, USA, gibt es einen kleinen Fluss, der Intermittent Spring genannt wird. Von dieser Art gibt es nur drei auf der ganzen Welt. Aber was macht diese Quelle so geheimnisvoll? Naja, wahrscheinlich die Tatsache, dass sie rhythmisch sprudelt. Wissenschaftlich konnte noch nicht geklärt werden, warum das so ist. Es wird vermutet, dass es sich um einen Siphon-Effekt handelt, der tief im Boden stattfindet und dafür sorgt, dass der Fluss stoppt und fließt. Wenn du das sehen möchtest, solltest du im Spätsommer kommen, denn dann ist die intermittierende Quelle am aktivsten. Irgendwie lustig. Spring heißt Brunnen und Frühling und den soll man sich im Spätsommer angucken? Da passt doch was nicht zusammen. Okay, ich bin fertig. Also, wir sind in der Atacama-Wüste im Norden Chiles. Das ist einer der trockensten Orte der Erde. Aber diese Wüste hat ein wunderschönes Geheimnis. Alle 3 bis 5 Jahre tauchen hier nämlich Blumen auf, quasi aus dem Nichts. In dieser Zeit wird sie blühende Wüste genannt.
Die Samen liegen im Wüstensand, warten sehnsüchtig auf Regen. Und wenn es dann soweit ist, sprießen etwa 200 Blumenarten aus dem Boden. Der gelbe Sand der Atacama-Wüste verwandelt sich in ein weißes, grünes, lila und sogar rosa Farbenmeer. Es gibt noch ein anderes mystisches Phänomen in einer anderen Wüste, und zwar der Sandwasserfall. Wenn der Wind viel Sand an den Rand des Canyons weht, rieselt er runter. Und wenn dieser Effekt 100-mal stärker ist, hast du einen Sandwasserfall und den kannst du in Saudi-Arabien bestaunen. Er ist vergleichbar mit den Niagara-Fällen, nur dass kein einziger Tropfen Wasser fällt. Die Einheimischen sagen, dass dieses Phänomen ein Warnsignal für einen bevorstehenden Sandsturm ist. Feenringe, auch bekannt als Elfenringe, sind geheimnisvolle Kreise aus Pilzen, die auf Wiesen und in Wäldern wachsen. Es gibt viele Meinungen darüber, warum diese Feenringe einen fast perfekten Kreis bilden. Und dazu gehört auch Aberglaube. Es heißt, dass Feen beim Tanzen den Boden verbrannt haben, wodurch die Pilze dort schneller wachsen. In Südindien zwischen Juli und September 2001 wurden die Menschen Zeugen eines der seltsamsten Wetterphänomene der Menschheitsgeschichte. Der Regen war rot. Anfangs dachten alle, es wäre nur ein typischer Regensturm, aber sie erlebten einen Riesenschock. Das Rot war so kräftig, dass es auf die Kleidung abfärbte. Es regnete auch andere Farben wie Grün, Gelb, Braun und sogar Schwarz. Mitten im Monsun fiel roter Regen und das immer wieder über mehrere Wochen. Durch wissenschaftliche Nachforschungen wurde herausgefunden, dass dieser ungewöhnliche Regen entweder durch Staub oder durch Algen entstand. Daher fangen die Tropfen lieber nicht mit deiner Zunge auf. In der Wissenschaft konnte nicht eindeutig geklärt werden, wie die Algen den ganzen Weg nach oben gekommen sind. Das macht dieses Phänomen ein bisschen gruseliger, stimmt's? Menschen, die im ländlichen Mittelnorwegen am Hessdalental leben, werden regelmäßig Zeuge von weißen, gelben und roten Lichtern, die am Himmel schweben. Die Lichter erscheinen in der Nacht, aber auch am Tag. In den 80er Jahren wurden 15 bis 20 in einer Woche gesichtet. Sie leuchten meist nur ein paar Sekunden, aber es waren auch schon welche über eine Stunde sichtbar. Die Hessdalen-Lichter bewegen sich, sie schweben und schwanken. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass diese Lichter durch ionisierten Eisenstaub in der Atmosphäre entstehen. Andere sagen, dass es sich um eine Kombination aus Natrium, Sauerstoff und Wasserstoff handelt. Dann gibt's noch Leute, die behaupten, dass es sich um nicht identifizierte Flugzeuge handelt. No way! Hast du schon mal von Snow Donuts gehört? Sie sind eine der seltensten meteorologischen Sehenswürdigkeiten, denn sie entstehen nur, wenn die Wetterbedingungen perfekt sind. Und wenn sie auftauchen, dann in schneebedeckten Bergregionen wie den Rocky Mountains. Wind, Temperatur, Schnee, Eis und Feuchtigkeit müssen zusammenspielen, damit wir diese phänomenalen Schneedonuts sehen können. Am Boden muss es eine dünne Schicht aus matschigem Schnee geben, darunter eine Schicht Eis oder Pulverschnee. Dann braucht es nur eine starke Brise und der Donut rollt wie ein Schneeball den Berg herunter. Dabei kann er so groß wie ein Baseball werden. Es gibt Leute, die haben sogar einen autoreifengroßen Schneedonut gesehen. Seine Größe hängt von der Windstärke ab. Wenn du einen Schneedonut siehst, dann zücke schnell deine Kamera, denn für gewöhnlich bleiben sie nicht lange liegen. Kannst du dir vorstellen, dass es auf der Erde einen Ort gibt, der sein eigenes Ökosystem hat und von einer Atmosphäre umgeben ist, die von einem anderen Planeten stammen könnte? Ja, das klingt unglaublich, aber diesen Ort gibt es tatsächlich. Es ist die Movil-Höhle im Südosten Rumäniens. Sie blieb 5,5 Millionen Jahre in völliger Dunkelheit verschlossen. Arbeiter entdeckten die Höhle zufällig, als sie einen Bauplatz suchten. Für wissenschaftliche Forschungen wurde ein Einstieg zur Höhle ausgehoben. Und so fand man heraus, dass in ihr ein komplett eigenständiges Ökosystem existiert. Als man einen Weg durch den Felsen gegraben hatte, vorbei an zahlreichen Tunneln, entdeckte man einen See mit schwefelhaltigem Wasser, das wie faule Eier stinkt. Die Luft ist voll mit Schwefelwasserstoff und enthält 100-mal mehr Kohlendioxid als die Erdatmosphäre.
Ich muss dir nicht sagen, dass die Luft da unten absolut giftig ist, oder? Noch verrückter ist, dass in dieser Höhle 33 Arten existieren, die es nirgendwo sonst auf der Erde gibt. Dank dieser Höhle bekommen wir eine Vorstellung, welches Leben auf anderen Planeten in einer anderen Atmosphäre möglich wäre. Interessant ist, dass dieser Ort auf der Erde so lange unentdeckt blieb, findest du nicht auch? Schau dir mal diese Bäume an. Das sind indische Kautschukbäume. Sie haben kräftige Wurzeln, die aber nicht unter der Erde wachsen, sondern an der Oberfläche. Die Einheimischen haben über Generationen gelernt, wie sie das Wachstum der Wurzeln kontrollieren können. Nehmen wir an, ein Baum wächst neben einem Fluss und du musst eine Brücke von einem Ufer zum anderen bauen. Also fängst du an, die Baumwurzeln in die gewünschte Richtung zu lenken. Mit der Zeit wachsen sie zu einem Geflecht zusammen, das unter den endlosen Regengüssen schön gedeiht. Trotzdem dauert es etwa 15 Jahre, um so eine Brücke zu bauen. Hier ist noch ein interessanter Baum. Er wird Baum des Lebens genannt. Interessant ist er, weil er in der Wüste von Bahrain wächst. Der Baum steht seit über 400 Jahren auf diesem sandigen Hügel, umgeben von einem Meer aus Sand. Dort ist es extrem heiß und extrem trocken. Aber dieser Baum hat trotzdem grüne Blätter und wächst. Wissenschaftlich konnte bisher noch nicht eindeutig belegt werden, wie sich der Baum mit Feuchtigkeit und Nährstoffen versorgt. In der Nähe gibt es auch nur ein paar Ölvorkommen. Einheimische glauben, dass der Baum heilig ist, denn er symbolisiert die Magie des Lebens und die Kraft der Natur. In der Fachwelt ist man sich aber relativ sicher, dass es vor allem an den Wurzeln liegt. Sie ragen so tief ins Erdreich, dass sie eine unterirdische Wasserquelle angezapft haben. Da bist du jetzt. Du fährst schon stundenlang durch die Nacht ohne Pause. Deine Aufmerksamkeit hängt quasi an einem seidenen Faden. Du fährst rechts ran und steigst aus, um dich zu strecken. Dann schaust du zum Himmel und siehst einen wunderschönen Sonnenaufgang. Wow, warte! Sind das da drei Sonnen am Himmel? Du reibst dir die Augen. Du siehst immer noch drei helle Sterne am Himmel. Aber keine Panik! Unser Heimatstern hat sich nicht geklont und hat auch keinen Besuch von zwei Sternen bekommen. Man nennt sie Sundog, also Sonnenhund. Sie treten meist bei strengem Frost auf, denn dann gibt es mehr Eiskristalle am Himmel, die das Licht krümmen, weshalb du drei helle Flecken am Himmel siehst, anstatt nur einen. Dieses Phänomen wird übrigens Halo genannt und ist normalerweise ein Kreis, den du um die Sonne siehst. Aber einen Halo kannst du auch nachts sehen. Schau dir einfach eine Straßenlaterne an und du wirst einen hellen Kreis um sie herum sehen. Manchmal nimmt dieser Lichthof auch eine ausgefallenere Form an, denn wenn viele Eiskristalle in der Luft schweben, wird das Licht noch weiter verzerrt. Genau wie in einem Raum mit einem Dutzend Spiegeln. Dann kann der Lichthof sogar die Form eines menschlichen Auges annehmen. Wegen dieses Phänomens kann auch eine falsche Morgendämmerung auftreten. Du schaust zum Horizont, die Morgendämmerung beginnt und der Rand der Sonne taucht auf. Noch ein bisschen mehr und? Was? Die Sonne beginnt sich am Himmel aufzulösen. Nach ein paar Augenblicken ist es wieder dunkel. Und eine Minute später kommt die echte Sonne zum Vorschein. Es war derselbe Lichtkrümmungseffekt, den du zuvor bei den drei Sonnen gesehen hast. Nur ist das Licht jetzt vertikal gekrümmt. Statt der echten Sonne hast du also ihr Spiegelbild in den Eiskristallen gesehen. Aber den Sonnenaufgang mit drei Sternen am Horizont gibt es wirklich. Allerdings nicht auf der Erde, sondern 340 Lichtjahre entfernt. Dort gibt es ein Sternensystem, in dessen Zentrum ein Stern steht, der fast doppelt so groß ist wie die Sonne. Und es gibt zwei kleine Sterne, die um diesen Riesen kreisen. Diese seltsame Welt hat auch einen Planeten, von dem aus du den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang mit drei Sternen sehen kannst. Und wenn du deinen Schwarm zum Date auf diesen Planeten ausführst und ihr den Sonnenuntergang beobachtet, wird euer Date bestimmt gut enden, was auch immer das bedeutet. Und da ich dir schon von den verblüffendsten Naturphänomenen berichte, wäre es ein Verbrechen, wenn ich dir nichts vom Schnee in der Wüste erzähle. Ja, es geschah im Winter 2018 in der Sahara-Wüste, einem der trockensten und heißesten Orte der Erde. Die Bewohner staunten nicht schlecht, als sie am Morgen eine dicke Schneedecke sahen, die den Sand bedeckte. An manchen Stellen war die Schneedecke 38 cm dick.
In der Meteorologie hatte man aber eine simple Erklärung für dieses unglaubliche Phänomen. Es hieß, dass kalte Luftmassen in Verbindung mit den Niederschlägen des letzten Sturms zu Schneefall statt Regen geführt hatten. Und was macht man in diesem Fall? Natürlich Schneekamele bauen, mit einem oder zwei Höckern. Hey, spürst du das Grummeln? Nein, das kommt nicht von deinem Bauch. Es kommt von viel weiter unten und klingt unheilvoll. Du schaust zum Himmel und siehst seltsame Lichter in der Luft hängen. Sie sehen aus wie leuchtende Weihnachtskugeln hoch oben am Himmel. Deine Kehle ist trocken und du schluckst. Diese Lichter nennt man Erdbebenlichter. Dieses Phänomen ist kaum bekannt und es gibt nur wenige Augenzeugen. Sie treten in verschiedenen Formen und Größen auf, können wie Lichtkugeln, Blitze, Lichtschlangen oder als gleichmäßiges Glühen am Himmel auftreten. Kurz darauf folgt ein starkes Erdbeben. In der Wissenschaft gibt es bisher noch keine Erklärung, warum diese Lichter erscheinen, zumal sie nicht immer auftreten. Es heißt, dass diese Lichter durch eine Reaktion von unterirdischen Gasen entstehen, wenn sie in die Atmosphäre austreten. Bei dir bebt nun auch die Erde, aber du hast Glück. Es ist nicht so stark, wie du erwartet hattest. Der Boden zittert, aber du kannst dein Gleichgewicht halten. Und so schnell, wie es begonnen hat, hört es auch schon wieder auf und du gehst nach Hause. Auf dem Heimweg siehst du einen Blitz und hörst einen Peitschenknall. Ein Blitz ist in einen freistehenden Baum in deiner Nähe eingeschlagen. Der Baum hat Feuer gefangen und jetzt ragt eine Flammensäule in den Himmel. Es regnet noch nicht und die Feuersäule wächst ungehindert weiter in den Himmel. Hast du schon mal was von Feuertornados gehört? Dieses Phänomen entsteht, wenn der Wind wegen des Luftdrucksunterschieds in Bodennähe in einem Kreis gefangen ist. Sie sehen aus wie Mini-Tornados, die Dreck, Sand und Blätter in die Luft wirbeln. Und wenn sie über einem Brandherd entstehen, heizt der Mini-Tornado das Feuer wie einen Blasebalg an. Die Flammen drehen sich immer weiter nach oben, wirbeln herum, bis schließlich ein lodernder Turm in den Himmel ragt. Aber zum Glück sind diese Feuertornados nur von kurzer Dauer und richten normalerweise keinen zusätzlichen Schaden an. Instinktiv willst du unter einem Baumschutz suchen, aber du bist in Florida und dieser Baum, der auch an einigen Orten an der Karibikküste vorkommt, ist keine gewöhnliche Pflanze. Äußerlich sieht der Baum nicht ungewöhnlich aus. Grauer Stamm, grüne Blätter und Früchte, die wie kleine Äpfel aussehen. Aber stopp! Du darfst diese Äpfel auf gar keinen Fall pflücken und dich auch niemals unter diesen Baum stellen. Vor allem nicht, wenn es regnet. Das ist der Manchineel-Baum, der als der gefährlichste Baum der Welt gilt. Sein Stamm, seine Rinde, seine Äste und seine Früchte enthalten einen giftigen Saft. Ein Tropfen dieser säurehaltigen Flüssigkeit kann deine Haut wegätzen. Der Baum selbst sondert diesen Saft auch ab, also fass ihn besser nicht an, sonst verbrennst du dir förmlich die Hand. Und wenn es regnet, vermischen sich die Regentropfen mit dem Gift und können von der Rinde auf deine Haut abprallen. Stell dich bei Regen also nicht unter diesen Baum. Auffällig ist, dass fast keine anderen Sträucher oder Pilze in der Nähe wachsen und Tiere meiden diese Bäume ebenfalls. Für uns Menschen ist dieser Baum ziemlich nutzlos. Weder das Holz noch die Früchte sind für uns gut. Aus den Ästen solltest du auch kein Lagerfeuer machen, denn beim Verbrennen des Holzes entsteht ein giftiger Rauch, der deine Augen schädigt. Die Einheimischen kennen diesen Baum gut, aber Touristen könnten zu Schaden kommen. Daher wurden die meisten Maschinelbäume mit Farbe markiert oder es wurden Warnschilder angebracht. Wenn du Angst vor Blitzen hast, dann reise lieber nicht in den Westen Venezuelas, denn in der Nähe des Catatumbo-Flusses durchziehen Blitze fast jede Nacht den Himmel. Das Phänomen beginnt gegen 19 Uhr und endet erst im Morgengrauen. Das Catatumbo-Gewitter machte aber einmal eine längere Pause, von Januar bis März 2010. Das lag aber wahrscheinlich an der Trockenheit oder vielleicht war die Ladung aufgebraucht. 1991 meinten Forschende, dass das Phänomen durch das Zusammentreffen von kalten und warmen Luftströmen im Gebiet entsteht. Eine andere Theorie besagt, dass die Blitze auf das Vorhandensein von Uran im Grundgestein zurückzuführen sein könnte. Wusstest du eigentlich, dass Blitze nicht unbedingt in Wolken entstehen müssen? Es gibt ein seltenes Phänomen, das schmutziges Gewitter genannt wird. Die Blitze entstehen über Vulkanen. Der berühmteste ist wohl in Japan. Er bricht fast jeden Tag aus und spuckt schwarze Rauchschwaden in die Luft. Das sind super gruselige Vulkanwolken. Plus Blitze. Boah. Normale Blitze entstehen während eines Gewitters, wenn Eiskristalle aneinanderstoßen.
Bei einem schmutzigen Gewitter prallen Teile der Vulkanasche aufeinander, erzeugen Reibung und bringen den Himmel zum Glühen. An einem der heißesten und trockensten Orte der Erde, der afrikanischen Danakil-Wüste, steigen die Temperaturen oft über 50 Grad. In dieser außergewöhnlichen Gegend gibt es viele Vulkane und Geysire, die giftige Gase wie Chlor und Schwefel ausspucken. Das leuchtend grüne, elektrisch blaue und gelbe Wasser ist Regen- und Meerwasser, das durch Magma aufgewärmt wurde. Ein falscher Schritt und du wärst spurlos verschwunden. Im Juni 2009 passierte in einigen Gebieten Japans etwas sehr Merkwürdiges. Als die Leute nach einem heftigen Regenguss ihre Häuser verließen, sahen sie überall Fische, Frösche und Quallen. Felder, Straßen, Parks und Dächer waren übersät mit Meeresbewohnern. Ein Mann war schockiert, als er 13 Karpfen auf seinem LKW fand. Offenbar hielt er an, um sie zu zählen. Niemand weiß mit Sicherheit, woher der bizarre Regen kam, aber die plausibelste Theorie besagt, dass eine mächtige Wasserhose die Fische aufgesammelt hat, sie durch die obere Atmosphäre transportiert wurden, um dann auf ahnungslose Menschen herabzufallen. Ein anderes beeindruckendes Naturphänomen kannst du am Abraham Lake in Kanada bestaunen. Der See ist komplett zugefroren. Du betrittst das durchsichtige Eis und schaust auf das, was darunter liegt. Es sind keine Fische, sondern mysteriöse gefrorene Blasen. Sie sehen aus wie kleine Wolken, die im Eis gefangen sind, oder wie Quallen, die keine Winterklamotten eingepackt haben. Es gibt tausende dieser Blasen und sie bestehen aus Methan. Komm bloß nicht auf die Idee, ein Loch ins Eis zu bohren, um sie zu berühren. Methan ist hochentzündlich. Es wird von Methan produzierenden Bakterien erzeugt, die Blätter, Gras, Insekten oder andere organische Stoffe fressen, die in den See gelangen. Wenn das Methan mit dem gefrorenen Wasser in Berührung kommt, verwandelt es sich in diese gefrorenen Kugeln. Schmilzt das Eis, platzen sie auf und brutzeln. Ähnliche Seen gibt es in einigen Küstengebieten des Arktischen Ozeans. Dort werden die Blasen aber so groß wie Heißluftballons. Sicherlich schön, aber nicht ganz ungefährlich. Ein anderer schockierender See liegt in Indonesien auf der Insel Java. Du besteigst einen majestätischen Vulkan, der mit Gras und Bäumen bewachsen ist. Der Vulkan scheint zu schlafen, aber es steigt Rauch aus ihm auf. Du kletterst auf den Gipfel, bist erschöpft, müde und verschwitzt. Eine Abkühlung wäre ganz gut. Du hast es bis zum Gipfel geschafft und schaust in den Schlund des Vulkans. Keine brodelnde Lava. Du siehst nur einen wunderschönen türkisfarbenen See. Das sieht aus wie eine Oase. Perfekt für eine Erfrischung. Du rennst hinunter und machst dich bereit, hineinzuspringen. Aber stopp! Das ist kein Wasser. Das ist pure Säure. Schwefelhaltige Gase gelangen aus dem Vulkan in den See. Der See selbst ist voll von Metallen. Wenn die Gase mit ihnen in Berührung kommen, entsteht dieses schöne türkisfarbene Wasser. Säure. Am besten gehst du zurück ins Dorf, ruhst dich aus und kommst in der Nacht zurück. Dann ist es auch kühler. In der Dunkelheit scheint der See zu glühen. Direkt über ihm siehst du leuchtende, explodierende kleine Wolken. Die schwefelhaltigen Gase steigen aus dem See auf, verbinden sich mit der Luft und leuchten hellblau. Geh aber nicht so nah ran. Ein See färbt sich düster rot und kein Lebewesen kann darin überleben. Das muss dunkle Magie sein. Aber eigentlich sind es winzige Algen, die dem Wasser diese besondere Färbung verleihen. Das wird übrigens rote Flut genannt. Die darin enthaltenen Giftstoffe können Meerestiere, Vögel und andere Lebewesen den Garaus machen. Beim Menschen führt der Kontakt zu Atemproblemen und Vergiftungserscheinungen, wie bei einer Lebensmittelvergiftung. Planst du eine Kreuzfahrt? Dann pass auf hoher See auf, denn es sind schon Schiffe ohne erkennbaren Grund gesunken. Aber meistens waren es Luftblasen, die von Unterwasservulkanen stammen. Diese produktiven Magmafabriken liegen 8.500 Meter tief im Wasser. Und wenn sie aktiv werden, verhalten sie sich wie die Landvulkane und verursachen zerstörerische Tsunamis. Was haben wir denn hier? Ein Baum, der wie eine Flasche aussieht. Man nennt ihn auch Flaschenbaum. Sowas. Er wächst in Namibia und zieht viele Touristen an. Aber bitte bestaune den Baum aus einer sicheren Entfernung, denn er gilt als einer der gefährlichsten Bäume der Welt. In ihm fließt ein milchiger Saft, der hochgiftig für uns Menschen ist. Aber um seine wunderschönen rosa-weißen Blätter mit dem roten Kern zu bestaunen, musst du gar nicht so nah rangehen.
Apropos Bäume. In Westaustralien wächst ein Baum, den sie früher als Gefängnis genutzt haben. Im Inneren des Boab Prison Tree gab es lange Zeit eine Zelle für Kriminelle. Sie wurden dort aber meist nur für eine Nacht eingesperrt, bevor sie in ihre eigentliche Zelle kamen. Das Gefängnis wurde vor mehr als 1500 Jahren geschaffen und ist bis heute perfekt erhalten. Wenn du mal in Westaustralien unterwegs bist, dann schau dir das Baumgefängnis ruhig aus nächster Nähe an. In Russland an den Ufern der Ostsee gibt es einen rätselhaften Nationalpark. Der Tanzende Wald ist ein Ort, den bisher noch kein Wissenschaftler erklären konnte. Die Kiefern dieses Waldes sind alle schief und in Schleifen und Spiralen gewunden. Der Wald erschien erst in den frühen 60er Jahren, als die Kiefern gepflanzt wurden, um den Dünensand in diesem Gebiet stabiler zu machen. Eine Theorie besagt, dass es der instabile Sand war, der die Bäume auf diese Weise wachsen ließ. Andere Theorien für die krummen Bäume sind starke Winde und auch übernatürliche Kräfte. Einige Leute sagen nämlich, der Wald sei ein Ort, an dem positive und negative Energien aufeinandertreffen und die Bäume verdrehen. Eine Legende von den Einheimischen besagt, dass wenn jemand durch einen der Baumringe klettert, das Leben dieser Person um ein weiteres Jahr verlängert wird oder ihr ein Wunsch erfüllt wird. Das mit dem Wunsch gefällt mir besser. Wo wir gerade von bizarren Bäumen sprechen, einer wächst in der Region Piemont in Italien. Dort wächst ein Kirschbaum auf der Spitze eines Maulbeerbaums. Das Interessante daran ist, dass beide Bäume vollkommen gesund sind. Ein anhaltender Sturm am Nordpol des Saturn hat eine seltsame Form, ein Sechseck. Dies ist wahrscheinlich auf das Gefälle der Winde zurückzuführen. Die Gesamtlänge dieses Wolkenmusters beträgt 14.500 Kilometer, was etwa 2.000 Kilometer länger ist als der Erddurchmesser. Das Sechseck wird seit vielen Jahren beobachtet. Und es wird noch geheimnisvoller, denn es ändert auch seine Farbe. Früher war es türkisfarben, aber es hat sich mittlerweile zu einer goldenen Farbe verschoben. Der Grund für die Farbveränderung ist erklärbar. Der Pol ist wegen des Wechsels der Jahreszeiten dem Sonnenlicht anders ausgesetzt. Regen ist für Oakville in Washington nicht ungewöhnlich, aber für diesen Fall gibt es noch immer keine solide wissenschaftliche Erklärung. Statt gewöhnlicher Regentropfen sahen die Menschen durchsichtige, geleeartige Kleckse vom Himmel fallen. Diese Kleckse bedeckten etwa 58 Quadratkilometer. Diejenigen, die dem Regen wirklich nahe kamen, zeigten grippeähnliche Symptome. Was waren das für Kleckse? Forscher behaupten, dass diese Kleckse menschliche weiße Blutkörperchen enthielten. Spätere Tests zeigten aber kein Vorhandensein von Zellkernen. Einige Leute behaupten, dass es sich bei den Klecksen um verdampfte Quallen gehandelt haben könnte, die als Regen wieder runterkamen oder es war Abfall von einem kommerziellen Flugzeug. Wanderfelsen, auch als Segelfelsen bekannt, bewegen sich ohne jeglichen Eingriff von außen durch den Death Valley National Park in Kalifornien und hinterlassen auf ihrem Weg lange Spuren im Sand. Es wurden verschiedene Zeitrafferaufnahmen von den sich bewegenden Felsen gemacht. Wissenschaftler installierten sogar GPS-Navigatoren auf einigen der Felsen und es zeigte sich, dass sich die Felsen mit beachtlicher Geschwindigkeit bewegen. Einige Forscher glauben, dass die Bewegung auf dünne Eisschichten zurückzuführen ist, die sich über Nacht bei eisigen Temperaturen im Tal bilden und auf denen sich die Felsen bewegen, bis sie im Laufe des Tages geschmolzen sind. Oder es gab ein Konzert der Rolling Stones. Nein. Der Batagaika-Krater in Sibirien sieht aus wie ein Tor zur Unterwelt. Er ist etwa einen Kilometer lang und über 86 Meter tief und hört nie auf zu wachsen. Je tiefer er wird, desto mehr unterirdische Schichten legt er frei. Die Schichten zeigen, wie unser Planet vor Tausenden von Jahren aussah, weil die Schichten die früheren Klimaverhältnisse zeigen. Der Krater tauchte bereits in den 60er Jahren auf. Alles begann mit einer rasanten Entwaldung. Die Bäume warfen keinen Schatten mehr auf den Boden und es wurde heißer. Der Permafrost schmolz, was die Kraterbildung zur Folge hatte. Das pochende Brummen in Taos in New Mexico verwirrt die Einheimischen seit den 1990er Jahren. Das niederfrequente Brummen raubt den Menschen den Schlaf und ihre Energie. Wissenschaftler haben versucht, die Quelle des Brummens zu finden, aber sie konnten seinen Ursprung immer noch nicht genau lokalisieren. Verschiedene Variationen des Brummens gibt es auch in Großbritannien, Australien, Kanada und anderen Gebieten der Vereinigten Staaten. Aber zum Glück können nur etwa 2% der Weltbevölkerung das Brummen hören. Dieses Brummen wird auf mechanische Geräte, Störungen des Gehörs und sogar auf Tiere zurückgeführt. Das Summen von West Seattle zum Beispiel wurde den Krötenfischen angelastet. Fehlgeburten
Platinringe, auch Elfenringe oder Koboldringe genannt, sind geheimnisvolle Ringe aus Pilzen, die auf Grasland und in Waldgebieten vorkommen. Es gibt viele Diskussionen darüber, warum diese Pilze einen nahezu perfekten Kreis bilden. Mancher Aberglaube behauptet, dass Feentänze den Boden verbrennen würden, wodurch die Pilze schnell wachsen würden. In Costa Rica gibt es ein Sortiment von etwa 300 Steinkugeln. Die Einheimischen nennen sie Las Bolas, was auf Deutsch einfach die Kugeln bedeutet. Diese Steine haben eine fast perfekt runde Form. Einige von ihnen sind riesig und wiegen bis zu 16 Tonnen. Sie wurden auch aus verschiedenen Materialien hergestellt: Gabbro, Kalkstein und Sandstein. Man geht davon aus, dass sie in geraden Linien vor den Häusern der Häuptlinge aufgestellt wurden, aber es gibt keine genauen Informationen über ihre Herkunft. Einige Mythen behaupten, dass diese Steine ihren Ursprung in Atlantis haben. Falls du Ende Oktober an den Mekong-Fluss reist, hast du die Chance, glühende Bälle aus dem Wasser aufsteigen zu sehen, die dann in die Luft fliegen. Die Einheimischen nennen diese glühenden Kugeln die Naga-Feuerkugeln. Die Größe der Lichter variiert. Die rötlichen Bälle können so klein wie ein Funke oder so groß wie ein Basketball sein. Es können Dutzende bis Tausende Bälle pro Nacht auftauchen. Wissenschaftler haben keine solide Erklärung dafür, warum das passiert. Aber es könnten entzündliche Gase sein, die von der sumpfigen Umgebung freigesetzt werden. Abergläubische Einheimische sind sich sicher, dass das alles auf eine Riesenschlange zurückzuführen ist, die im Mekong lebt. Großes Feuerwerk. In Minnesota, am Nordufer des Lake Superior, gibt es einen Park, der Devil's Kettle genannt wird, zu Deutsch Teufelskessel. Es ist ein Wasserfall, der sich in zwei Teile teilt. Ein Teil des Flusses fließt weiter, während der andere Teil in einem Loch im Boden verschwindet. Welchen Gegenstand du auch immer in den Teufelskessel wirfst, er wird nicht wieder auftauchen. Wissenschaftler haben noch immer nicht vollständig geklärt, wohin das Wasser, das in das Loch strömt, fließt. Devil's Kettle gilt als gefährlich für Menschen, weil es fast unmöglich ist, dem Fluss zu folgen. Okay, kein Ort für Schläuche. Der Ährenfisch ist ein Fisch, der für sein bizarres Paarungsritual bekannt ist. Die Weibchen klettern aus dem Wasser an das Ufer. Sie graben ihre Schwänze in den Sand, um Eier zu legen. Die Eier bleiben im Sand und warten. 10 Tage später kommt die Flut, die die frisch geschlüpften Jungtiere ins Meer spült. Wissenschaftler haben keine solide Erklärung für diese Art der Fortpflanzung. Menschen, die im ländlichen Mittelnorwegen über dem Tal von Hessdalen leben, sehen oft schwebende Lichter, weiß, gelb und rot, den Himmel durchkreuzen. Die Lichter erscheinen am Tag und auch in der Nacht. In den 80er Jahren wurden sie in einer einzigen Woche 15 bis 20 Mal gesichtet. Die Lichter von Hessdalen dauern nur wenige Sekunden, aber manchmal auch länger als eine Stunde. Sie bewegen sich, scheinen zu schweben oder sogar zu schwanken. Wissenschaftler glauben, der Grund für diese Lichter ist ionisierter Eisenstaub. Andere sagen, es ist eine Verbrennung von Natrium, Sauerstoff und Wasserstoff. Und wieder andere sagen, dass es sich einfach nur um falsch identifizierte Flugzeuge handelt. Der Yellowstone Park hat einen berühmten kochenden See, aber er ist nicht der einzige Ort der Welt, an dem das Wasser kocht. Tief im Amazonas gibt es den 6,5 Kilometer langen Xanai-Timpischka-Fluss, der immer heiß ist. Der Name bedeutet von der Sonne gekocht. Also das Wasser kocht eigentlich nicht, aber es kann 91 Grad Celsius erreichen, genug um Pasta zu kochen. Versuchen wir das mal. Die niedrigste Temperatur in diesem Wasser beträgt etwa 45 Grad. Dieser Fluss ist den Wissenschaftlern noch ein Rätsel, denn nur Wasser in der Nähe eines Vulkans kann solche Temperaturen erreichen. Der nächstgelegene Vulkan ist aber 650 Kilometer entfernt. Es könnte aber eine Verwerfung unter der Erde geben, die dieses Phänomen erklären könnte. Im Westen Venezuelas haben Einheimische, die in der Nähe des Catatumbo-Flusses leben, keine Angst vor Blitzen, weil sie sie fast jede Nacht sehen. Es beginnt um ca. 19 Uhr und hört erst im Morgengrauen auf. Der immerwährende Catatumbo-Blitz hörte einmal für einige Monate auf, von Januar bis März 2010. Wahrscheinlich war dies auf eine Dürre zurückzuführen. Oder vielleicht ging ihm die Ladung aus. 1991 schlug ein Wissenschaftler vor, dass das Phänomen durch das Zusammentreffen von kalten und warmen Luftströmen in der Gegend verursacht wird. Eine andere Theorie besagt, dass der Blitz auf das Vorhandensein von Uran im Grundgestein zurückzuführen sein könnte. Apropos Blitz, ich muss weg. Auf Wiedersehen! Der Boxing Day Tsunami, Indonesien. Ein Unterwasser-Erdbeben ereignet sich am Morgen. Die Erschütterungen führen zu einer Serie von Tsunamiwellen. Die größte erreicht die Höhe des Triumphbogens in Paris.
Der Unzen-Vulkan-Megatsunami. Ein mächtiger Vulkanausbruch verursacht einen Erdrutsch der 4000 Jahre alten Lavakuppel. Er überrollt die Stadt Shimabara und reicht bis zum Meer, wodurch ein Megatsunami entsteht. Der Vajont-Damm-Megatsunami, Italien. Ein Erdrutsch schleift 255 Millionen Kubikmeter Wald, Erde und Gestein in den See. Eine dunkle Wasserwand bedeckt den Himmel über einem kleinen Dorf am Fuße des Vajont-Damms. Mit einem ohrenbetäubenden Tosen überquert die Welle die Dammwand und begräbt alles, was in ihrem Weg ist. Der Mount St. Helens Megatsunami, USA. Die oberen 460 Meter des Mount St. Helens stürzen ein, was zu einem massiven Erdrutsch führt. Ein Teil dieser Gesteinslawine stürzt in den Spirit Lake hinab. Der See verwandelt sich zu einem riesigen Wellenbad mit Wellen so hoch wie der Eiffelturm. Alaskas Lituya Bay Tsunami. Durch ein Erdbeben entsteht ein Erdrutsch, der eine Megawelle nach sich zieht. Sie schwappt über die Landzunge hinweg und spült Bäume, Pflanzen und Erde bis runter aufs Festgestein. Molokai, Hawaii. Ein Drittel des East Molokai-Vulkans sinkt ein und rutscht in den Pazifischen Ozean. Ein Tsunami mit der Größe des zweithöchsten Gebäudes der Welt, des Shanghai Towers, entsteht. Die Wellen erreichen Mexiko und Kalifornien. Der Yucatan-Asteroid-Tsunami. Ein Asteroid, der aller Forschung nach die Dinosaurier ausgerottet haben soll, stürzt auf die Yucatan-Halbinsel. Die Folge? Ein Megatsunami, und zwar der größte der Erdgeschichte. Die erste Welle ist fast zweimal so groß wie das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa. Hurricane Mitch. Mitch braut sich in der Westkaribik auf. Und in Windeseile entwickelt er sich zum stärksten atlantischen Hurricane überhaupt. Der Sturm bringt für zwei Tage 10 cm Regen pro Stunde über Honduras. Außerdem verursacht er unzählige Schlammlawinen und Fluten. Hurricane Allen. Mit seiner extremen Entwicklung erreicht dieser Sturm als einer der wenigen Kategorie 5 die höchste, die es gibt. Er richtet einen Schaden von mehr als 2 Milliarden Dollar an. Der Great Hurricane. Nachdem er schon Barbados in Schutt und Asche gelegt hat, zieht der Sturm weiter. Auf Martinique und St. Lucia reißt er die Rinde von den Bäumen und nimmt immer noch an Größe zu. Diese schreckliche Naturkatastrophe hält 6 Tage an. Hurricane Dorian, der kraftvollste tropische Wirbelsturm, der je auf die Bahamas traf. Er rasiert die Landschaftsstrukturen auf den Inseln förmlich und befördert die Überreste ins Meer. Hurricane Wilma. Dieser Sturm entsteht in der Karibik nahe Jamaika und zieht nach Westen. 2 Tage später entwickelt er sich zum heftigsten Hurricane, der jemals im Atlantik registriert wurde. Hurricane Patricia. Ein normaler Sturm bildet ein ansehnliches Sturmzentrum und entwickelt sich innerhalb von nur 24 Stunden zu einem Kategorie 5 Hurricane. An einem Punkt nimmt er mehr Geschwindigkeit auf als ein Ferrari bei Höchstgeschwindigkeit. Das macht Patricia zum weltweit stärksten tropischen Wirbelsturm. Das Kamtschatka-Erdbeben ereignet sich in den frühen Morgenstunden, 130 Kilometer von der Küste Kamtschatkas entfernt. Die Erschütterung zieht einen Tsunami mit sich. Die ersten 2 Wellen sind katastrophal und erreichten bis zu 20 Meter Höhe. Die dritte Welle war relativ schwach. Das Valparaiso-Erdbeben, Chile. Circa 5 Uhr morgens gibt es eine tektonische Verschiebung. Der Tsunami, der durch das dortige Erdbeben verursacht wird, überschwemmt knapp 1000 Kilometer der chilenischen Küste. Das Tohoku-Erdbeben, Japan. Die ersten Erschütterungen werden unter Wasser wahrgenommen. Das Erdbeben ist so gewaltig, dass es das japanische Hauptfestland bewegt. Es verlagert die Erdachse um 25 cm und erhöht ihre Rotationsgeschwindigkeit. Das Desaster hat auch noch einen Tsunami von 40 Metern Höhe im Gepäck, der sich 10 Kilometer landeinwärts vorkämpft. Das Erdbeben im Indischen Ozean, Sumatra. Ein Riss entlang zweier tektonischer Platten führt zu einem Unterwassererdbeben, das sich ungefähr 8 Uhr morgens im Norden Sumatras in Indonesien ereignet.
Es erschüttert den Planeten mit einer Amplitude von 1 Zentimeter und setzt weltweit Erdbeben frei, sogar in Alaska. Das Good Friday-Erdbeben Alaska. Das stärkste Erdbeben, das jemals in Nordamerika registriert wurde, dauerte 4 Minuten und 38 Sekunden an. Ein 966 Kilometer langer Riss verursacht entsetzliche Erdrutsche und einen 8 Meter hohen Tsunami. Noch über 320 Kilometer entfernt werden Gebiete um knapp 10 Meter angehoben. Andere Orte werden um 2 Meter versunken. Valdivia, Chile. Das große chilenische Erdbeben bahnt sich am Nachmittag an und dauert nicht weniger als 10 Minuten. Das Desaster betrifft ein Gebiet, das so groß wie Kalifornien ist. Tsunamis entstehen, die die Küste Hawaiis, Japans, der Philippinen, Australiens und Neuseelands erreichen. Ein gewöhnlicher Tornado dauert eigentlich nicht länger als 10 Minuten an, aber es gibt auch Ausnahmen, zum Beispiel den El Reno-Tornado. Er wird als der größte Tornado der Welt gesehen, gemessen an seiner Breite. Ganze 4 Kilometer Durchmesser erreichte er in seiner Hochphase. Der Perryville-Tornado, USA. 2 Uhr morgens beginnt er damit, Bäume niederzuwälzen und Steinbauten zu zerstören. Dann erst nimmt der Wirbelsturm an Fahrt auf. Er ist so hoch wie ein doppelstöckiges Gebäude und wirbelt Autos umher, als wären sie Spielzeugautos. Der Bridge Creek Moor Tornado. Als der Strudel in der Stadt Bridge Creek eintrifft, ist er mit 1,5 bis 2,5 Kilometern Durchmesser in seiner Hochphase. Die Windgeschwindigkeit im Tornado beträgt mehr als 480 Kilometer pro Stunde. Diese Naturkatastrophe kostet der Stadt 1 Milliarde Dollar. Manitoba, Kanada. Ein bemerkenswerter Tornado wütet für ganze 3 Stunden, reißt Tonnen von Bäumen und Strommasten mit sich, zerstört Straßen und Bauernhäuser, zieht aber auf wundersame Weise an jeder Stadt vorbei. Tri-State Tornado, USA. Der am längsten anhaltende Tornado der Welt zieht über 350 Kilometer durch Missouri, Illinois und Indiana. Normalerweise geben Tornados nach 8 Kilometern auf. Tupelo, Gainesville, USA. Ein katastrophales Naturereignis von 12 einzelnen Tornados zerstört alles, was in seinem Weg steht. Die Stürme führen sogar zu Blitzfluten, die die Lage zusätzlich verschlimmern. Der Vaillant-Erdrutsch, Italien. Um 22 Uhr ereignet sich an der Spitze des Monte Toc ein Erdrutsch mit einem unfassbaren Volumen von 100 großen Pyramiden von Gizeh. Die Masse kracht in den Stausee des Vaillant-Damms. Es entsteht ein Tsunami, der höher reicht als die Golden Gate Bridge. Yunnan, China. Eine Lawine von Gestein und Schlamm, so groß, dass sie den Hafen von Sydney füllen könnte, formt sich zu einem Damm im Fluss Jinja. Fluss Hida, Japan. Getriggert durch ein Regenunwetter fließen 300.000 Schwimmbecken voller Trümmer in olympischer Größe den Fluss hinunter, bevor sie durch einen Erdrutsch gestoppt werden. Auf ihrem Weg reißen die Trümmer 2 Busse von der Straße. Peru. Ein Steinrutsch gelangt in den Rio Mantaro, einem langen Fluss, der durch das Zentrum Perus verläuft. Das ganze Spektakel dauerte nur 3 Minuten, was heißt, dass der Erdrutsch mit 140 Kilometern pro Stunde durch das Stadtzentrum zog. Übrig blieb eine 8 Kilometer lange Trümmerspur. Der Usoi-Damm, Tadschikistan. Ein Erdbeben der Stärke 7,4 verursacht einen Steinrutsch, der in den Fluss Burgab hinabstürzt und ihn blockiert. So entsteht der Usoi-Damm, einer der größten der Welt. Mount St. Helens, USA. Ein desaströses Erdbeben schwemmt die gesamte nördliche Seite des Mount St. Helens weg. Es ist der weltweit größte Erdrutsch, der jemals verzeichnet wurde. Er öffnet einen Vulkanschacht und führt zu einem katastrophalen Ausbruch. North Bonneville, USA. Mitte des 15. Jahrhunderts ereignet sich ein mächtiges Erdbeben. Vom Table Mountain rast eine riesige Trümmerlawine hinab. Sie bedeckt mehr als 13 Quadratkilometer Fläche und blockiert den Columbia River in Form eines Damms von 60 Metern Höhe und 6 Kilometern Länge.
Nicht viele Menschen haben von diesem geheimnisvollen Gewässer gehört, das nach dem berühmten englischen Entdecker Sir Francis Drake benannt wurde. Obwohl Drake selbst nie durch diese Gewässer segelte, passierte eines seiner Schiffe diese Lage und entdeckte eine Verbindung zwischen dem Atlantik und dem Pazifik. So bekam die Gegend 1578 den Namen die Drake Passage. Bald schon wurde die Passage wegen einiger mysteriöser Verschwinden bekannt. Sie hat den Ruf erlangt, die raueste und unberechenbarste Strecke von Wasser auf der Welt zu sein. Heutzutage ist sie bekannt für ihre starken Winde und rauen Seebedingungen mit Wellen, die bis zu 60 Fuß hoch werden können. Die Passage hat auch starke Strömungen mit Geschwindigkeiten, die man noch nie gesehen hat. Klingt das wie ein guter Start in ein Abenteuerbuch? Sicher, aber es macht den Ort nicht weniger real. Wenn Sie jemals beschließen, zwischen der Südspitze Südamerikas und der Südspitze der antarktischen Halbinsel zu reisen, werden Sie an der berüchtigten Drake-Passage vorbeikommen. Wir nennen diesen Ort heute die Drake-Passage, aber die Einheimischen glauben immer noch, dass er nach dem spanischen Entdecker Francisco de Hoes benannt werden sollte. Er war ein spanischer Navigator, der 1525 die erste bekannte europäische Expedition leitete, um die Drake-Passage zu befahren. Die Reise war Teil eines Versuchs Spaniens, eine neue Route zu den Gewürzinseln in den Ostindien zu finden. Hoces und seine beiden Schiffe, die San Lesmes und die Santiago, segelten durch die Magellanstraße und in die Drake Passage, wo sie auf tückisches Wetter und raue See trafen. Trotz der Schwierigkeiten gelang es ihnen, die Passage erfolgreich zu durchfahren und die ersten Europäer zu sein, die dies bekanntermaßen getan haben. Die Expedition scheiterte jedoch daran, eine neue Handelsroute zu finden, und die Besatzung kehrte ohne bedeutende Entdeckungen nach Spanien zurück. Einige Jahre später, im Jahr 1616, unternahm ein unter dem Kommando des niederländischen Navigators Willem Schouten stehendes Schiff eine der erfolgreichsten Reisen durch die Drake Passage. Trotz der Schwierigkeiten, die oft turbulente See zu navigieren, wurde die Drake Passage schließlich ein wichtiger Teil der internationalen Handelsrouten im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Aber dieses gefährliche Gebiet birgt viele Geheimnisse. Die Aufzeichnungen eines der bekanntesten Ereignisse, die hier stattfanden, führen uns zurück ins Jahr 1914. Zu dieser Zeit wollte ein britischer Entdecker namens Shackleton mit 27 Männern aufgeteilt auf zwei Schiffen nach Antarktika reisen. Diese hießen die Endurance und die Aurora. Die Entdecker wollten zwei Routen überprüfen, die zum Kontinent führten. Doch 1915 blieb die Endurance beim Durchqueren der Drake-Passage im Eis stecken und wurde langsam zerstört. Shackleton und seine Crew mussten das Schiff verlassen und konnten nur einige persönliche Gegenstände mitnehmen. Die Endurance sank schließlich und die Besatzung musste eine Weile auf Eis überleben. Die Mission änderte sich von der Erkundung zur Überlebensmission und erst 1916 wurden alle Männer gerettet. Die Aurora erlitt ein ähnliches Schicksal. Außerdem blieb es im Eis stecken und drei Männer gingen auf See verloren, bevor der Rest der Besatzung 1917 gerettet wurde. Seit vielen Jahren wurde angenommen, dass das Schiff Endurance für immer verloren sei. Aber im Jahr 2022 machte sich eine Gruppe von Spezialisten auf die Suche danach. Sie starteten am 5. Februar in Kapstadt, Südafrika. Der Leiter der Gruppe sagte, es sei wahrscheinlich die schwierigste Schiffswracksuche in der Geschichte. Sie verwendeten spezielle Ausrüstung, um das Schiff unter Wasser zu finden, und dann eine spezielle Unterwasserkamera, um einen genaueren Blick darauf zu werfen. Die Mitglieder des Teams waren sich sicher, dass sie die Endurance gefunden hatten, weil sie sich an einem Ort befand, an dem bisher nur sehr wenige Schiffe gewesen waren. Trotz der Tatsache, dass die Endurance 10.000 Fuß unter Wasser lag, sah sie gar nicht so schlecht aus. Sie war tatsächlich ziemlich gut erhalten, für ein Schiff, das seit mehr als 100 Jahren unter Wasser war. Die Entdecker konnten sogar noch das Wort Endurance darauf lesen. Aber es sind nicht nur Schiffe, die Probleme mit der Drake-Straße haben. Ein Flugzeug mit 38 Personen an Bord schien 2019 über der Drake-Straße verschwunden zu sein, laut den chilenischen Behörden. Es wird angenommen, dass es die eisigen und rauen Gewässer der Passage getroffen hat.
Rettungskräfte suchten mit Schiffen, Flugzeugen und Satelliten nach dem vermissten Flugzeug und seinen Passagieren in dem Gebiet, wo es zuletzt Nachrichten gesendet hatte. Aber die harschen Bedingungen der Drake-Straße machten die Suche sehr schwierig. Der genaue Ort, an dem der Unfall passiert war, wurde schließlich gefunden, aber es gab keine Überlebenden. Die Viking Polaris ist eines jener Schiffe, die auf der Überfahrt beschädigt wurden, obwohl es für harte Bedingungen ausgelegt war. Es war schneller als die meisten Schiffe und aufgrund spezieller Ausrüstung stabiler, welche es im Gleichgewicht hielt. Eines Nachts, im Jahr 2022, waren die Wellen tatsächlich groß, aber das Schiff schien das raue Wetter gut zu bewältigen. Aber dann traf auf dem Rückweg zum Hafen in Ushuaia, Argentinien, plötzlich eine Rogue-Welle das Schiff ohne Vorwarnung. Die Menschen an Bord hatten das Gefühl, sie hätten einen Eisberg getroffen. Schurkenwellen sind viel höher als die anderen Wellen um sie herum und sehr unvorhersehbar. Wissenschaftler wissen immer noch nicht genau, warum sie auftreten. Als diese Schurkenwelle das Schiff Viking Polaris traf, zerbrach sie sofort Fenster auf dem zweiten Deck. Einige Menschen an Bord wurden verletzt. Glücklicherweise waren jedoch die meisten von ihnen vor dem Betreten des Schiffes ordnungsgemäß ausgebildet worden und wussten, was sie im Notfall tun mussten. Die Besatzung war auch sehr gut darin, den Passagieren zu helfen. Die meisten von ihnen behaupteten sogar später, dass sie, trotz einer solchen unerwarteten Erfahrung, das Schiff zum zweiten Mal betreten würden. Das Boot schaffte es schließlich ohne weitere Schäden in den Hafen. Was macht diese Region so schwer zu überqueren? Zum Anfang ist die Drake Passage ein weitläufiges und tiefes Gewässer. Sie ist etwa 800 Kilometer breit und hat eine Tiefe von 4500 Metern. Selbst erfahrene Seeleute, die jedes Jahr die Passage überqueren, sagen, es kann gefährlich, unberechenbar und manchmal sogar beängstigend sein. Und das trotz der modernen Technologien, die wir heute haben. Das Gebiet ist eine Mischung aus warmen und kalten Temperaturen, die verheerende Stürme auslösen können. Starke Winde aus dem Westen drücken das Wasser des Pazifischen Ozeans in die Passage, wo Wellen und Dünungen entstehen, die bis zu 9 Meter oder mehr erreichen können. Wenn hier Unfälle passieren, können die Dinge schneller hässlich werden als irgendwo anders. Die Drake-Straße ist ein Teil des Ozeans, wo das Wasser sehr kalt ist und starke Strömungen hat. Der Boden des Ozeans dort ist ebenfalls nicht stabil, was es schwieriger macht, Dinge wie ein Flugzeug oder ein Schiff zu finden. Heutzutage haben wir moderne Technologien, die uns helfen, uns sicher zu fühlen, auch wenn wir durch raue See fahren. Wenn Sie jedoch planen, mit einem Boot nach Antarktis zu reisen, stellen Sie sicher, dass Sie bereit für die raue See in der Drake Passage sind und sich eventuell ein wenig unwohl fühlen. Dies kann sogar den Erfahrensten passieren, wenn das Wasser rau ist, aber besonders hart ist es, wenn es das erste Mal ist. Einige Leute bringen Heilmittel mit, um das Gefühl der Übelkeit zu vermeiden, wie Ingwergummi oder duftende Armbänder. Andere finden es hilfreich, den Horizont anzusehen. Testen Sie Dinge aus, um zu sehen, was für Sie funktioniert. Sobald Sie die Drake-Straße erreichen, werden Sie überrascht sein zu sehen, dass dort viele verschiedene Tiere leben. Sie können viele Arten von Delfinen, Vögeln, Walen und Pinguinen sehen. Das Wasser in der Drake-Straße ist auch gut für kleine Tiere, wie Plankton und Krill, die größere Tiere, wie Wale, Pinguine und Robben, in der Regel auf ihren täglichen Speisekarten haben. Wenn Sie sich der Antarktis nähern, achten Sie auf die südlichen Shetland-Inseln. Diese könnten die ersten Landteile sein, die Sie sehen. Sie befinden sich auch auf der antarktischen Halbinsel und wurden 1819 erstmals vom britischen Entdecker William Smith entdeckt. Die südlichen Shetland-Inseln beherbergen mehrere aktive Vulkane, darunter Deception Island und Mount Fenton. Auf den Inseln finden Sie auch eine Reihe endemischer Arten, darunter der auf diesem Landstück nur vorkommende Gentoo-Pinguin der südlichen Shetland-Inseln. Folgendes passierte im Juni 2009. In einer Region in Japan verließen die Menschen nach einem heftigen Schauer ihre Häuser und fanden überall Fische, Frösche und Kaulquappen. Felder, Straßen, Vorgärten, Dächer, alles war von Wasserlebewesen übersät. Ein Mann fand 13 Karpfen rings um sein Auto. Niemand kann genau sagen, woher dieser seltsame Regenguss kam. Die wahrscheinlichste Theorie geht davon aus, dass eine mächtige Wasserhose die Tiere erfasste, sie in die obere Atmosphäre trug und dann auf die überraschten Menschen unter sich niederregnen ließ.
Böenwalzen scheinen einem Science-Fiction-Film zu entspringen. Sie bilden sich, wenn warme, feuchte Luft in einer Aufwärtsströmung eines Gewitters gefangen wird. Diese ominösen Wolken bedeuten meist, dass ein Unwetter aufzieht. Atemberaubende Regenbogenwolken erscheinen über den dicken Wolken nach einem Gewitter. Die aufgeplusterten Wolken hängen recht tief in nur über 1800 Metern Höhe. Wenn der Wasserdampf, den sie enthalten, kondensiert, wirken die entstehenden Tröpfchen wie Prismen. Dadurch entsteht die bunte Mütze über den Wolken. Morning Glory-Wolken sind extrem selten. Sie sehen wie riesige, über den Himmel verlegte Rohre aus. Sie können bis zu 960 Kilometer lang werden und hängen relativ tief. Die Wissenschaft ist sich einig, dass sie entstehen, wenn sich ein Aufwind durch Wolken quetscht. Dadurch entsteht ihre markante, rollende Erscheinung. Die kühle Luft auf der Rückseite sinkt. Der beste, aber nicht einzige Ort, um Morning Glory Wolken zu bestaunen, ist der Golf von Carpentaria in Australien. Die besten Chancen hat man von Ende September bis Anfang November. Es war im Jahr 2012, als sich der Himmel erst düster und dann gelb verfärbte. Anschließend fielen blaue, gallertartige Kugeln zu Boden. Ein Mann aus Großbritannien fand diese Kugeln während eines Hagelschauers. Er war auf dem Weg zu seiner Garage, als er etwas ungewöhnlich Helles zwischen den weißen Hagelkörnern fand. Bei der Untersuchung des Gelee-Regens fand die Wissenschaft heraus, dass sie aus derselben Substanz wie Windeln oder Blumenerde bestanden. Sie soll Flüssigkeiten absorbieren. Es ist aber unklar, ob die Kugeln wirklich vom Himmel fielen oder das schmelzende Eis bereits herumliegende Kristalle im Handumdrehen aufquellen ließ. Entstehen Mammatus-Wolken, könnte man meinen, der Himmel fiele einem auf den Kopf. Die meisten Wolken entstehen, wenn Luft in die Atmosphäre aufsteigt. Mammatus hingegen entstehen, wenn feuchte, kalte Luft absinkt und sich mit trockener Luft vermengt. Das Ergebnis? Einzigartige Puffreiswolken. Sie sind Schlechtwetterboten. Du lieber Himmel. Bunte Perlmuttwolken treten in extremen Höhen auf. Ich meine doppelt so hoch, wie Passagiermaschinen normalerweise fliegen. Die Luft in diesen Höhen ist extrem trocken und kalt. Die Eiskristalle in Perlmuttwolken sind viel kleiner als in gewöhnlichen Wolken. Sie streuen das Licht anders und verleihen so den Wolken ihr perlmuttartiges Aussehen. Blutregen sieht gruseliger aus als jeder Horrorstreifen. Aber in Wahrheit ist überhaupt nichts Seltsames oder Unnatürliches dabei. Schon die Menschen im alten Rom kannten diesen scharlachroten Regen. Manchmal wirbeln heftige Winde roten Staub auf und tragen ihn in die Atmosphäre und weit, weit weg. In eine andere Galaxie. Schließlich mischt sich der Staub mit Wolken und färbt den Regen rot. Staub aus Kohleminen färbt Regen übrigens schwarz. Pollen ist für gelben Regen verantwortlich und andere Staubarten können Regen sogar weiß erscheinen lassen. In Australien regnet es manchmal Spinnen. Diese Tierchen können nämlich schweben. Bei dieser höchst ungewöhnlichen Form, sich fortzubewegen, klettert eine Spinne in eine Baumkrone. Dort spinnt sie mehrere Seidenfäden, die sie in die Lüfte heben. Diese schwebenden Spinnen sind schwer zu erkennen. Aber manchmal, wenn das Wetter besonders feucht und unangenehm ist, kommt es zu Massenausflügen. Dann kannst du nur noch die Ohren einziehen. Millionen Spinnen heben ab, um ein angenehmeres Plätzchen zu finden. Es sieht aus, als würde es schneien. Stattdessen schweben unzählige Spinnen zu Boden. Hast du jemals eine monströse, runde Scheibe am Himmel entdeckt? Das war bestimmt eine Lenticularis-Wolke. Sie bilden sich über großen, hohen Objekten wie Bergen oder Hügeln. Wenn starke Winde auf ein Hindernis treffen, entsteht eine Luftwelle. Die Luft wickelt sich förmlich um das Hindernis. Und je höher es ist, desto kälter wird die aufsteigende Luft. Schließlich verwandelt sich die enthaltene Feuchtigkeit in Wassertröpfchen, die dann diese ungewöhnliche Wolke bilden. Lenticularis können wie Wellen, eine Pizza oder sogar ein Stapel Eierkuchen aussehen. Lecker! Vulkantornados gehören vermutlich zu den unheimlichsten Naturphänomenen. Wenn ein Vulkan ausbricht, speit er glühend heiße Brocken und Asche in die Luft. Die festen Teile und heiße Gase bewegen sich hügelabwärts. Bei dieser Abwärtsbewegung beginnt ein Teil der gefangenen Gase aufzusteigen und sich zu drehen. Sie werden zwischen den umgebenden Luftmassen eingequetscht, wodurch sie sich immer schneller drehen. So entsteht ein Vulkantornado. Zum Glück ist die Lebensdauer dieses Phänomens nur recht kurz. Am 19. März 2018 mussten die Bewohner von Alabama um ihr Leben rennen.
Andernfalls wären sie von riesigen Eiskugeln aus dem Himmel getroffen worden. Dieser berüchtigte Hagelsturm verursachte Schäden in Millionenhöhe. Die verheerenden Folgen waren kaputte Schaufenster, zerbrochene Windschutzscheiben, zerstörte Plakatwände, Löcher in Dächern. In der Nähe der Stadt Kaumen fanden die Forscher ein Hagelkorn so groß wie ein Softball. Sein Durchmesser betrug über 12 Zentimeter. Kein Wunder, dass damit ein neuer Rekord aufgestellt wurde. Zylindrische Schneedonuts entstehen, wenn ein Windstoß einen Schneeball formen möchte. Er rollt ein bisschen Schnee über eine verschneite Fläche. Wäre es ein echter Schneeball, würde er bald so schwer werden, dass der Wind ihn nicht mehr bewegen kann. Aber ein Schneedonut ist innen hohl, weil die innerste Schicht zu dünn ist und weggeblasen wird, während der Donut sich bildet. Und so rollt er immer weiter. Leider ist es nicht so leicht, Schneedonuts zu finden. Sie sind sehr selten, da für sie ganz bestimmte Bedingungen herrschen müssen. Mondbögen sind sehr viel seltener als Regenbögen. Sie werden statt durch direktes Sonnenlicht durch Mondlicht erzeugt und treten nur auf, wenn fast Vollmond ist. Mondbögen sind blass und erscheinen oft weiß, aber das täuscht. Das menschliche Auge ist nur nicht sensibel genug, um alle Farben wahrzunehmen. Kugelblitze sind kleine schwebende Lichtkugeln. Sie können orange, gelb oder auch rot sein. Manchmal kommen Kugelblitze vom Himmel herab. In anderen Fällen entstehen sie aus dem Nichts und schweben wenige Meter über dem Boden. Sie strahlen keine Wärme ab und sind lautlos. Kugelblitze können von Objekten abprallen. Treffen sie auf etwas Elektrisches wie einen Fernseher, verschwinden sie meist mit einem leisen Puff und hinterlassen einen Schwefelgeruch. Kugelblitze können aber auch ein Feuer entfachen oder explodieren. Wissenschaftler glauben, Kugelblitze stünden mit Gewitterstürmen in Verbindung, aber es gibt keine stichhaltigen Beweise. Nebelbögen sind fast weiß, blassblau in der Mitte und ein bisschen rötlich am Rand. Nebelbögen kann man über dem kalten Meer oder Ozean sehen, wenn warme Luft mit dem viel kälteren Wasser in Kontakt kommt. Das Phänomen ist auch zu beobachten, wenn die Sonne hell strahlt und der Nebel dünn genug ist, um die Strahlen hindurchzulassen. Pelé-Haare sind dünne Lavafäden. Sie sehen hübsch golden aus, aber hebe sie bloß nicht auf. Sie können dich verletzen. Manchmal erfasst der Wind winzige Lavatröpfchen aus einem aktiven Vulkan. Diese Tröpfchen werden kilometerweit getragen und zu superdünnen Glasfäden gezogen. Sie können bis zu 2 Meter lang werden. Im März 2018 war über dem Norden von Nevada eine der seltensten und bizarrsten Wolken zu sehen. Es war eine Hufeisenwolke. So ein Wirbel entsteht, wenn eine flache Wolke sich über eine Säule aufsteigender warmer Luft schiebt. Diese Luft verleiht der Wolke nicht nur ihre beeindruckende Form, sondern versetzt sie auch in Rotation. Aber du musst schnell sein. Hufeisenwolken sind flüchtig und verschwinden nach nur wenigen Minuten. Meereisblumen entstehen auf jungem Meereis im arktischen Ozean oder auf dünnem Eis auf Seen. Sie sind zerbrechliche, zarte Eiskristalle, die bei Temperaturschwankungen wachsen. Die Feuchtigkeit von der Eisoberfläche lagert sich an Bakterien und Salz. Sie wachsen in der Antarktis. Doch wo auch immer diese Kristalle auftreten, wissen die Menschen enttäuschend wenig über sie. Trotzdem sind sie bezaubernd schön.